Okay, herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion im Rahmen des Forschungsprojekts Innovationsgeschichte im Spiegel der Zeitschrift 8+. Welche Rolle spielen Architekturzeitschriften bei der Entwicklung und Verbreitung von Innovationen? Welche Veränderungen im Baugeschehen hat der Architekturdiskurs der vergangenen Jahre vorweggenommen und welche hat er möglicherweise unterschätzt? Diese Fragen hat das Institut für Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen der Universität Stuttgart über die letzten 2 Jahre anhand der Zeitschrift 8+ untersucht. Gefördert wurde das Forschungsprojekt durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Rahmen des Innovationsprogramms Zukunft Bau. Die Zeitschrift 8+ wurde 1968 von Studierenden und Mitarbeiterinnen der damaligen TH Stuttgart gegründet und erscheint seitdem fast ununterbrochen 4-mal jährlich. Und das Forschungsprojekt konnte somit auf über 240 8+-Ausgaben als zentraler Untersuchungsgegenstand zurückgreifen. Während der Innovationsbegriff, der ja auch im Titel des Forschungsprojekts auftaucht, häufig dazu dient, Neuerungen losgelöst von gesellschaftlichen Vorbedingungen und Nebenfolgen zu betrachten, zeigt es sich im Laufe der Forschung, dass Innovationen eng mit zeitgeschichtlichen Umständen verbunden sind und unter jeweils spezifischen Bedingungen markiert, bewertet und implementiert werden. Diesen Zusammenhängen ging das Forschungsprojekt im Rahmen einer umfangreichen Oral History nach, die filmisch dokumentiert wurde. So entstanden zahlreiche Videointerviews mit ehemaligen Redakteurinnen der Zeitschrift wie Helga Fassbinder, Nikolaus Kunert, Philipp Oswald, Angelika Schnell und mit Personen aus dem Umfeld der 8+ wie Matthias Sauerbuch und Lisa Hatten, Karin Wilhelm, Jacques Herzog, Joachim Krause und Mike Merin. Die einzelnen Gespräche fügen sich zu einem Panorama des deutschsprachigen Architekturdiskurses der vergangenen 5 Jahrzehnte und seiner Verflechtungen mit der intellektuellen Linken in der BRD nach 1968. Ausgewählte Aspekte dieser untersuchten Verflechtungen möchten wir im folgenden Gespräch mit Ihnen nachgehen. Als Einstieg möchten wir uns dazu ein Statement von Peter Lammert und Ayla Neusel anschauen, 2 Mitgliedern der Gründungsredaktion der Zeitschrift. Wenn man sich die Schlagworte der frühen Arch-Plus-Ausgaben anschaut, also Verwissenschaftlichung, Umweltgestaltung, Forschung, Rationalität und so weiter und so fort, dann fällt ja zum einen auf, dass der Architekturbegriff im engeren Sinne nicht besonders groß gemacht wurde. Ich frage mich, ist damit auch ein latentes politisches Projekt, eben nicht nur ein hochschulpolitisches, sondern auch darüber hinaus ein politisches Projekt mit dieser Programmatik der frühen Arch-Plus-Ausgaben verbunden gewesen? Die Großwetterlage hier in Baden-Württemberg war ja Ministerpräsident Filbinger, die bereits erwähnte Schließung der HfG Ulm, die frühe Phase der Studierendenproteste in Paris, Berlin, Frankfurt und so weiter, eben auch in Stuttgart. Spielte das in diese frühen Arch-Plus-Ausgaben hinein oder war es eher ein unpolitisches, womöglich sogar technokratisches Projekt? Wie sehen Sie das? Also ich würde dem schon zustimmen, dass es, also auch wenn es negativ sich anhört, aber dass es eigentlich eine sehr technokratische Schlagseite hatte. Und also das heißt, das Bedürfnis, wie gesagt, nach Objektivität, nach einer anderen Lehre generell und nach Theorie, das war in einer gewissen Weise, kann man sagen, revolutionär, natürlich für diese Hochschule. Aber es war nicht auf der Linie der 68er Revolution oder der Vorbereitung. Also es hatte nicht diesen gesellschaftspolitischen Anspruch und diese Abrechnung mit der Vergangenheit und so. Also das glaube ich einfach nicht. Wie sehen Sie das, Frau Neusel? Also wir müssen auch die Gesamtsituation in der damaligen TH uns angucken. Es war ja nicht nur Architekturabteilung. Ich bin der Meinung, dass viele zu Bense gingen damals. Also Bense war sozusagen das Zentrum der Intellektuellen in Stuttgart, auch von der Stadt, aber auch von Architekten. Gingen viele zu seinen Vorlesungen, Seminaren. Auch der Wenzel, der damals Kunstgeschichte machte, also nicht der Hansan, unser Hansson, sondern der Wenzel, der war auch sehr kritisch gegenüber der Ausbildung von Architekten, wie das hier gemacht wurde.
hat auch immer so ein bisschen rumgepöpelt in Festen oder sowas. Also man muss natürlich dieses auch sehen. Der Benze war durchaus ein Kompadant der Studenten damals. Er war ja ein heftiger so Mensch, der dann auch schnell, ganz schnell Meinung formulierte und wenn es auch dann nicht passte. Aber Verwissenschaftlichung der Architektur, das war bei der Architektur entstanden. Aber was war Verwissenschaftlichung der Architektur? Das nächste war Benze. Und so kam eben Zeichentheorie und was weiß ich, alle möglichen Sachen, die da reingekommen sind. Und Benze hat auch viel geschrieben, es gab konkrete Poesie und konkrete Kunst da drin und solche Sachen. Das war schon, finde ich, ich weiß nicht, also ich habe bei Benze auch gehört damals. Insofern habe ich das vielleicht ganz nah mitgekriegt. Und also das, ich habe ja gelesen, dass sie uns das fragen. Ich habe mir überlegt, wie war es denn eigentlich? Warum ist das so? Warum ist jetzt, was sie technokratisch nennen, das finde ich so hart. Das finde ich so hässlich auch. Das war einfach, das war schon ein Schritt, um das Ganze zu rationalisieren. Was ist Architektur? Und wie entsteht das? Aber ganz wenig waren die gesellschaftliche Umfeld der Architektur in Diskussion. Das war eben die Schwäche der ersten Hälfte. Also es war nicht sozusagen als eine soziale Konstruktion gesehen, die Architektur, sondern das war gar kein Thema. Es war eher die Lehre, die eben nicht wissenschaftlich war. Und was man unter Wissenschaft verstand, war eben plötzlich Zeichentheorie und sowas. Okay, wir haben gerade Peter Lammert und Einar Neusel gehört. Sie sahen ihre Arbeit vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Hochschul- und Studienreform. Damals, während Lammert und Neusel allerdings angeregt eben durch den erwähnten Max Benze vor allen Dingen Planungsmethoden, Systemtheorie und Kybernetik als Mittel zur Rationalisierung der Architekturlehre in Stellung bringen wollten, setzen dann die späteren Redaktionsmitglieder aus Berlin, wie Helga Fassbinder und Klaus Brake, ab Anfang der 70er Jahre auf materialistische Analysen im Sinne des Marxismus. Zumindest in ihrem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit treffen sich Systemtheorie und dialektischer Materialismus möglicherweise. Dazu würde ich gerne Frau Wilhelm erst fragen. Sie haben diese Zeit anfänglich als Studentin miterlebt. Wann erschien die 8 Plus erstmal in Ihrem Blickfeld und wie haben Sie dieses Neben- und Ineinander von Systemtheorie und dialektischem Materialismus in der Architektur wahrgenommen? Ich glaube, ich bin nicht sehr geeignet für diese Frage. Und zwar deshalb, weil die 8 Plus für jemanden, die wie ich aus den Geisteswissenschaften kommt, natürlich erstmal nicht, vor allen Dingen nicht in der Stuttgarter Fassung, wirklich relevant gewesen ist. Die Eich Plus wurde für jemanden wie mich, die auch im Umfeld natürlich der Studentenbewegung aktiv war und auch darin die Bildungsmomente an Universitäten erlebt hat, interessant, als die Arch Plus begann, sich tatsächlich um diesen gesellschaftspolitischen Aspekt zu kümmern und darüber nachzudenken, dass Architektur eben nicht nur etwas, und da würde ich durchaus sagen, technokratisches sei, nämlich Planungstheorie, sondern dass die Arch Plus begonnen hat, die Architektur als etwas zu beschreiben und auch den Städtebau vor allen Dingen als etwas zu beschreiben, was unmittelbar an gesellschaftliche Bewegungen, an gesellschaftliches Denken, an gesellschaftliche Mentalitäten angebunden ist. Für meine Wahrnehmungsweise und die meiner Kolleginnen und Kollegen, die sich dann im Umfeld der Kunstgeschichte für die zeitgenössische Architektur beziehungsweise für die moderne Architektur interessierten, waren die Überlegungen
die man so aus Stuttgart heute besser kennt, wenn man sie wieder gelesen hat, weniger interessant, beziehungsweise waren wahrscheinlich auch mit negativen Positionen besetzt, weil sich darin etwas vorzuschreiben schien, was man aus der NS-Zeit sehr gut kannte und aus den Debatten, die es damals gegeben hat, die ja keine Debatten waren, sondern Darstellungen. Der reine Positivismus. Und dieser reine Positivismus in der Betrachtung und von Architektur, Beschreibung von Architektur und Vorbereitung für architektonisches Denken war wirklich suspekt, konnte nicht mehr greifen. Also mussten Überlegungen zum Zuge kommen, die sich tatsächlich um das soziale Umfeld bemühten. Und die Kollegen aus Stuttgart haben das ja eben sehr schön selber beschrieben, was da fehlte und wo dann tatsächlich auch die Veränderung eintrat und die Arch Plus als Zeitschrift, die etwas zum gesellschaftlichen Denken, zur gesellschaftlichen Mentalität zu sagen hatte, kam erst dann später in mein Blickfeld. Vielen Dank. Frau Kammleitner, welche Gründe sehen Sie für diese unterschiedlichen Strategien und sind die beiden Ansätze womöglich gar nicht so unterschiedlich? Also ich würde sagen, die sind sehr unterschiedlich. Man kann natürlich marxistische Theorie sehr abstrakt betreiben, aber ich habe schon das Gefühl, dass es in Berlin sehr nah am Berliner Geschehen betrieben wurde, dass es wirklich um ganz konkrete Regionalentwicklung ging, um Veränderungen im Berufsfeld. Und das scheint mir der wichtigste Unterschied. Also diese Planungstheorie war hochabstrakt, wirklich hochtheoretisch, hatte eigentlich zu empirischer Forschung keinen Bezug. Und dann ging es wirklich darum, was in der Stadt abging. Und das scheint mir doch etwas völlig anderes zu sein. Und ich glaube, was mir auch wieder auffiel in meinen Recherchen der letzten Zeit, Nicolas Kuhnert war ja auch Planungstheoretiker, nicht? Er hat ja ein ganz wichtiges Buch herausgegeben, das den wichtigsten Umschwung in der Planungstheorie dokumentiert mit Texten, diesen Umschwung hin in Richtung Inkrementalismus, also in Richtung auch in stärker kommunikationsorientierte Planung. Das ist bis heute, glaube ich, ein wichtiges Buch. Es sind aber auch sehr abstrakte Texte, die nicht eingehen auf Ökonomie, Soziales, was wirklich konkret in den Städten abging in dieser Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass da wirklich ein Überschlag auch durchaus sehr einfach möglich war zu einer Architekturtheorie, die wieder nicht unbedingt am städtischen Geschehen so interessiert war, die zum Teil ja auch sehr abstrakt war, auch in den 80er Jahren. Im Gegensatz zu Leuten wie Helga Fassbinder oder auch Klaus Praage, die sich wirklich um die Berufsrealität der Zeit der Architektinnen bemüht haben und eben Kahlschlagsanierungen, Kritik dieses Städteumbaus und so weiter. Das Vielen scheint mir Dank. doch wichtig zu sein. Ja, ich glaube, darauf werden wir nachher auch noch mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen. Jetzt vielleicht noch an Stefan Trübi als Inhaber eines Lehrstuhls in Stuttgart, der sich auch mit der Geschichte in Stuttgart um 68 beschäftigt. Wie sehen Sie die Beschränkung von Politik und Hochschulpolitik? Stimmt Sie Peter Lammerts Einschätzung zu, dass die 8 Plus ein Projekt mit technokratischer Schlagseite war? Oder die ganze Studienreform in der Zeit? Ich sehe in der Tatsache, dass die Arch Plus sehr stark im Kontext eben einer Studienreform, im Kontext einer Beteiligungsdiskussion von Studierenden also MittelbauerInnen und Bauern zutiefst politisch war. Ich sehe diese Frühphase der Arch Plus, die natürlich völlig unabhängig von dem Institut Grundlagen moderner Architektur, in dem ich jetzt sitze, vonstatten ging, natürlich schon auch das eine oder andere Echo des IGMA-Gründers Jürgen Jödicke, insofern als beispielsweise Jürgen Jödicke in seinen Antrittsvorlesungen immer wieder von dem Ideal der störungsfreien Gesellschaft gesprochen hat. Ich möchte keineswegs eine Engführung von IGMA und Arch Plus Gründungsgeschichte vollziehen, aber die Tatsache, dass hier in den frühen Arch Plus Ausgaben und auch in der frühen Geschichte des IGMA nicht immer, aber sehr häufig der Architekturbegriff im Grunde durch den Planungsbegriff ersetzt wurde, zeigt für mich die Tatsache, dass hier im
im Grunde das Ideal einer störungsfreien Gesellschaft gesucht wurde, die eben nicht auf eine Revolution abzielt, sondern auf die Hoffnung abzielt, dass mithilfe einer guten Planung Steinwürfe in Richtung Amerika-Haus und anderes vielleicht zu verhindern sind. Es taucht in der Plus Nummer 1, die ja sehr stark von diesen planungstheoretischen Gedanken durchdrungen ist, natürlich auch ein Beitrag von Hermann Henselmann auf. Insofern sind diese beiden angeblichen Fraktionen Systemtheorie, Planungstheorie auf der einen Seite, dialektischer Materialismus auf der anderen Seite, wenn man genau hinschaut, sehr ineinander, miteinander verbunden. Aber dennoch scheint mir die frühen Eichplus-Ausgaben eben keinen revolutionären Gehalt aufzuweisen, sondern im Grunde die Hoffnung, vielleicht die im weitesten Sinne sozialdemokratisch getragene Hoffnung auszustellen, dass mit guter Planung die schlimmsten Störungen in Anführungsstrichen der Gesellschaft zu verhindern seien. Vielen Dank. Die Forschung zu Planungsmethoden, Systemtheorie und Kybernetik verschwanden dann in den 70er Jahren weitgehend aus der Achtplus und spielten auch im Architekturdiskurs insgesamt eher eine marginale Rolle. Auch Personen wie Max Benze oder auch Horst Rittel erschienen fast vergessen. Auch wenn Planungstheorie beispielsweise dann im Umfeld der Zeitschrift An Architecture nach der Jahrtausendwende wieder vermehrt rezipiert wurde. Im Zusammenhang mit dem Diskurs um Digitalisierung lässt sich seitdem ein erneutes Interesse an diesen Themenfeldern beobachten. Georg Bachliotis, welche Gründe sehen Sie für das Verschwinden der anfänglichen inhaltlichen Schwerpunkte der 8plus aus dem Architekturdiskurs und für Ihre gegenwärtige Wiederentdeckung? Ich glaube, wir haben es hier nicht mit einem Verschwinden von Themen zu tun, sondern eher mit einem Vor- und Zurückmanövrieren von Themen, also mit einem unterschiedlichen Fokus, der beweglich ist, also ein dynamischer Fokus. Und da ist es ganz klar, dass in die Euphorie, die in den 60er Jahren in die Kybernetik gesteckt wurde, in den 70er Jahren abebbte, aber nicht verschwand, sondern sich eben verlagerte, was eigentlich auch damit zu tun hat, dass die Kybernetik oder die Systemtheorie das Versprechen, was sie offerierte, nämlich zum Beispiel die totale Planbarkeit oder die störungsfreie Systematik von Gesellschaften oder überhaupt von Artefakten, nicht einhalten konnte. Das brach unter anderem auch bei den Hochschulen, als man sozusagen versuchte, auch die Hochschulen oder die Lehrpläne zu kybernetisieren. Abgelöst wurde dieser Technologiediskurs eigentlich durch eine Werkzeugdebatte. Man darf ja nicht, vergessen, die auch 60er und auch 70er waren sozusagen der Vorabend des digitalen Zeitalters. Das heißt, man hantierte bereits mit Statistiken, mit ersten Computersystemen, mit ersten Computergrafiken. Die Computergrafik um Frieda Nake in Stuttgart ist natürlich hier zu erwähnen. Das heißt, man beschäftigte sich mit diesen Computersystemen auf unterschiedlichen Ebenen. Und der Diskurs verlagerte sich einfach von der Planbarkeit hin zu einer Werkzeugdebatte, die überwiegend aus den USA kam und die da hieß, wir entwickeln Werkzeuge und ihr macht mit den Werkzeugen im Grunde, was ihr wollt. Das heißt, das sind zwei unterschiedliche Pole einer gleichen Debatte, die in den 70er Jahren eigentlich sich abwechselten oder verschoben haben. Vielen Dank. Mitte der 70er Jahre, um hier gleich anzuknüpfen, brach auch in der Redaktion unter dem Stichwort Tendenzwende ein weiterer Richtungsstreit aus, der sich vielleicht möglicherweise auch als Ausdruck einer Spaltung innerhalb der westdeutschen Linken insgesamt verstehen lässt. Dabei standen auf der einen Seite die Mitglieder der Berliner Redaktion, Helga Fassbinder, Klaus Brake und Renate Petzinger, auf der anderen die Aachener Redaktion um Marc Fester und Nikolaus Kunert unter anderem. Und in der Selbstbiografie von Nikolaus Kunert wurde das als eine Gegenüberstellung einer eher gemäßigteren, undogmatischeren Linken und einer radikaleren Linken dargestellt. Das ließe sich vielleicht durchaus auch hinterfragen.
Frau Kammleitner, wie schätzen Sie aus heutiger Sicht diese Tendenzwende ein? War der Bruch unvermeidlich? Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es sich um eine sehr groß angelegte disziplinäre Spaltung da letztlich handelt, wo Architektur und Planungstheorie, die ja heute eigene Disziplinen sind, auseinanderbrechen. Also Stadtthemen auf der einen Seite, sozialwissenschaftliches, ökonomisches, politikwissenschaftliches auf der einen Seite und eben Architekturästhetik, Architekturtheorie auf der anderen Seite. Also da steht, glaube ich, wirklich was Größeres auch dahinter. Und was ich sehr kritisch betrachten würde, ist diese Aussage, die die Akteure heute machen, nicht? Also von Axthemer sagt, er ist auf Seiten der undogmatischen Linken, Helga Fassbinder, Klaus Plage wären also quasi Hardcore-Marxisten gewesen. Das stimmt aus damaliger Sicht natürlich gar nicht. Helga Fassbinder war einer der ersten, die die Uni verließ in Richtung Stadtteilarbeit und da eben auch Bewohnerinnen befragt hat, agiert hat im Stadtraum, eben ein Ladenbüro mit anderen Studierenden aufgemacht hat und eben tatsächlich Politik von unten da auch betreiben wollte, eben nah an der Erfahrung der Leute sein wollte, ihre eigene Erfahrung testen wollte, das aber also immer auch kurz geschlossen hat mit größeren Blickwinkeln, die eben Regionalentwicklung und so weiter betreffen. Und bei Hoffmann Axthemer kann man sich eigentlich fragen, ob er ihn wirklich der Linken überhaupt zuschlagen muss. Nicht? Er hat sämtliche Texte von ihm sind unglaublich kulturpessimistisch, wenn er über Kreuzberg spricht, Strategien für Kreuzberg, etwa diesen Wettbewerb. Das ist latent ausländerfeindlich. Da gibt es diverse Ausdrücke, die man sammeln kann bei ihm über die Jahre. Nicht die eine wirklich enorme Türkenfeindschaft hier zur Schau stellen, die damals nicht ganz unüblich war, nicht, und die diesen Wettbewerb auch quasi getragen hat, wo dann aber ganz andere Akteure ins Spiel kamen, nicht überall etwa, nicht, wo genau es um diese Bevölkerung ging, die Hoffmann-Axthemer eigentlich vertreiben wollte. Also das heißt, die Hoffmann-Axthemer agiert in einem sehr eigentümlichen politischen Zwielicht, würde ich sagen, schon damals, nicht? Und er forciert gewissermaßen eine Theorie, die ums Individuum kreist und sich interessiert, wie Individuum und Architektur irgendwie agieren. Und er blendet relativ gezielt ökonomische, soziologische Zusammenhänge eigentlich aus. Und finde ich, stößt hier aufeinander. Und wenn man sich anschaut, wo Klaus Plage und Helga Fassbinder dann eben hingehen, sie bekommen beide Professuren, die irgendwie stadtplanungsnah sind, sieht man, dass hier wirklich so eine Spaltung von Themen, von Maßstäben passiert. Nicht? Und das kann man an Positionen der Linken damals eben anknüpfen. Aber ich denke, da steht eigentlich mehr dahinter. Mhm. Also, darf ich dazu was sagen? Ja. Das ist mir schon in dem Interview aufgefallen mit Angelika Schnell. Es gibt merkwürdigerweise eine Betrachtung von ihrer Seite, also inwieweit ich das jetzt verallgemeinern kann, weiß ich nicht, die mich sowieso enorm stört. Es gibt die Linke und die Linke gibt es und gab es so nicht. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Bei einigen der Älteren, die Sie interviewt haben, ist es sehr klar und sehr deutlich, dass es dieses Bewusstsein bei denen auch nach wie vor gibt und auch richtig ist, dass es selbstverständlich unterschiedliche Fraktionen gab. Es ist ganz wichtig, das zu unterscheiden, ob ich mich dem Essayistischen in West-Berlin zugeordnet hatte, ob ich dem Maoistischen, dem KBW und so weiter, der KPDA 0, wie wir sie nannten, zugeordnet hatte und so weiter. Das sind Positionen, die muss man schon einigermaßen zur Kenntnis nehmen, um das beurteilen zu können. Ich möchte jetzt auf Hoffmann-Axthemer noch zu sprechen kommen. Ich teile das, was Christa Kammleitner gesagt hat, nicht. Und zwar glaube ich, muss man ein bisschen noch weiter zurückgehen, was die Schriften von Hoffmann-Axthelm angeht. Es gab eine Publikation von ihm, 1975 erschienen, das abreißbare Klassenbewusstsein. Und in dieser Schrift hat Hoffmann-Axthelm etwas thematisiert, was tatsächlich diese Kritik an der Moderne auf eine Stufe gehoben hat, die sich mehr oder weniger im klassenkämpferisch ausgerichteten Duktus formuliert hat. Es ging ihm nämlich darum zu zeigen, dass die Moderne es nicht schafft, tatsächlich so etwas wie ein proletarisches Bewusstsein, Raum und Architektur werden zu lassen.
Und ob das überhaupt möglich sei, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber jedenfalls ist die Moderne nicht etwas, was man per se für progressiv halten sollte. Das war ein ganz wichtiger Hinweis, dahingehend auch, dass man dann langsam aber sicher den Blick richten konnte auf das, was noch vorhanden war. Und das, was vorhanden war, gerade in West-Berlin und in der Iber-Alt wurde das dann zum Thema, war auf der einen Seite eine ökonomische Frage, nämlich die Überlegung, dass der Erhalt, das ist ein Thema, das wir heute auch wieder haben, dass der Erhalt von Gebäuden wesentlich ökonomischer sei als dessen Zerstörung und Wiederaufbau. Hat Walter Hemer, Gustav Hemer hat das gezeigt, zuerst einmal am Klausener Platz, dass Kreuzberg heute noch so existiert, wie es existiert, ist Teil dieser ganzen Auswirkung. Das heißt, wenn jemand wie Hoffmann Axthelm oder auch Hans Stimmern und diese Leute, die dann in den 90er Jahren, wo ich übrigens nicht mehr in Berlin und nicht mehr in Deutschland gelebt habe, bestimmte Positionen zur Rekonstruktion angeblich wieder haben aufleben lassen, dann sind das Überlegungen gewesen, die einstens davon ausgingen, und das war eine Position, die innerhalb der linken Gruppierungen diskutiert wurde, was bedeutet uns die Geschichte, was bedeutet die Baugeschichte und ist die Moderne tatsächlich in der Lage, eine neue Position für eine klassenkämpferisch-proletarisches Selbstbewusstsein zu schaffen. Das hört sich alles, und war es auch, sehr theoretisch an. Und wenn man das heute liest, fragt man sich wirklich, was hat die umgetrieben? Aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass diese Dinge wirklich differenzierter zu sehen sind und nicht einfach mit links abzuhandeln sind, sondern da sind ganz, ganz unterschiedliche Interessen und Positionen da. Und ich finde, dass der Klaus Brake das sehr genau auch beschrieben hat. Ich fand seine Aussage dazu sehr genau. Ich höre jetzt nichts mehr. Als erstes würde ich das Wort an Lin Go geben. Ja, ich möchte noch mal Christa Kammleitner beispringen mit der Aussage, dass im Grunde genommen da auch so eine Art von Aufspaltung der Disziplin stattfand. Und dem würde ich absolut zustimmen, um noch mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, was das für eine komische Situation war mit der Anfangszeit der Eich Plus. Und das muss man eigentlich noch mal sich vergegenwärtigen, dass in dieser Zeit, 67, 68, die Architekturtheorie erstmals auch als Institution sich etablieren konnte an den Hochschulen. Das heißt, ein Projekt wie die Eich Plus war als Teil dieser Suchbewegung nach einer theoretischen Fundierung der Disziplin zu verstehen. Und das geschah eben aus unterschiedlichen Richtungen, technokratisch, wenn man so will, aber auch gesellschaftlich. Und es bildet sich dann im Laufe der Zeit bestimmte Tendenzen ab, die dann stärker wurden. Aber das darf man, glaube ich, nicht aus dem Blickwinkel verlieren, zu sagen, dass die Eich Plus Teil dieser Suche nach einer Architekturtheorie war und dass die 70er Jahre dann im Grunde genommen in eine Phase sich befand, als Architekturtheorie mehr oder weniger sich schon etabliert hatte und sich nun sich nicht mehr an der Planungstheorie anlehnen musste, wie zu Beginn, weil diese Diskussion schon viel avancierter war als in der Architekturtheorie, sodass man sich dessen Methoden und Tools befleißigt hat und sich angeeignet hat. Und ab dann ging das stärker auseinander. Also so würde ich das im Grunde genommen sehen. Wir sind im Grunde genommen in einer Zeit, die sehr prägend wurde jetzt für unsere Diskussion heute auch, die späten 70er Jahre. Und ich würde schon sagen, dass dort eine Art von schleichenden Ideologisierung stattfand, also nicht im wertenden Sinne, sondern im tatsächlichen politischen Sinne. Und da würde ich doch in Frage stellen, ob nicht
so jemand wie Dieter Hoffmann-Axhelm nicht doch schon eine bestimmte politische Agenda verfolgt hat, wenn er heute im Grunde genommen im Rückblick auf die Zeit davon spricht, dass die Moderne das ästhetische Korrelat der Diktatur darstellt, dann würde ich doch sehr stark bezweifeln, dass es eine ausgewogene Sicht auf die Moderne war, sondern dass es schon sehr stark auch in eine ästhetische Debatte ging. Vielen Dank an Lingo. Georg Vachliotis noch mit einer Meldung. Ja, ich würde ganz gerne noch mal ein Kommentar loswerden, das vielleicht jetzt auch nicht in den Fragenkatalog passt. Aber ich glaube, das ist extrem spannend, was wir jetzt gerade hier erleben, nämlich diese Ausdifferenzierung. Das finde ich wahnsinnig spannend und das würde ich natürlich auch für die Anfangszeit in Anspruch nehmen. Das Wort technokratisch ist mir natürlich auch aufgestoßen. Das ist immer so eine Sache. Was ist technokratisch? Von wo aus betrachtet man etwas als technokratisch? Der Ort, von dem aus man etwas als technokratisch bezeichnet, gilt ja dann immer als Gegensatz, also als vollständig, ganzheitlich, moralisch intakt, politisch korrekt. Das heißt, solche Begriffe würde ich erstmal offen in Frage stellen. Viel spannender, und das glaube ich, ist auch für das ganze Projekt hier spannender, nämlich als Innovationsgeschichte, das Ganze zu betrachten. Worin lag denn die Innovation bereits am Anfang? Und aus meiner Sicht hängt das nämlich auch mit dieser Ausdifferenzierung und diesem laborhaften Üben im Streiten, was die Arch Plus ja im Grunde war und bis heute auch zum Glück geblieben ist, zusammen. Nämlich die Innovation lag doch darin, das Politische und das Technologische verschränkt zu betrachten. Also das Politische in der Technologie und das Technologische im Politischen zu verstehen. Das ist doch wahnsinnig spannend. Und darin liegt zum Beispiel einer der Gründe für mich, zu sagen, okay, deshalb ist diese Zeit spannend und deshalb ist die Arch Plus in diesem Ansatz auch sozusagen immer noch relevant, weil es um diese Komplexität geht. Nicht das eine ohne das andere zu verstehen. Darf ich da ganz kurz einhaken? Die Person, an der das besonders deutlich wird, und da unterstreiche ich absolut, was Georg angesprochen hat, ist Mark Fester. Er hat im Grunde genommen mit dem ganzen Paket der Planungstheorie versucht, eine kommunikative Planungstheorie aufzustellen. Was heißt denn kommunikative Planung? Wenn wir uns heute im Grunde genommen mit der ganzen jungen Generation beschäftigen, dreht sich vieles darum, wie kommt man eigentlich in der Planung weg von dieser Top-Down-Perspektive, sondern dass es ein Prozess ist, der demokratisch ausgehandelt wird. Und das steckt genau dahinter. Und deswegen sehe ich auch diese Verschränkung von politischer Arbeit und technischer Arbeit sozusagen, die Methoden dafür zu gewinnen. Mr. Kammleitner? Ja, ich wollte jetzt gerne nochmal reagieren auf Anlin wie auf Karin Willem und diese Frage, was passiert da bei dieser Spaltung eigentlich nicht und wie muss man die Unterschiede ziehen, auch weil eben die Linke, wie gesagt, eben sehr, sehr facettenreich ist. Und ich denke, zwischen Hämer etwa und Hoffmann-Axthelm liegen ganz sicher Welten, eben auch in den Themen, mit denen sie sich beschäftigt haben. Nicht? Hämer ist ja wirklich ein Experte, ganz kleinteilig eben für Zahlen, für Technisches. Und hat es ja wirklich geschafft, eben die Umbaukosten sehr niedrig zu halten, damit eben die Bevölkerung, die vor Ort schon gelebt hat, da weiterleben konnte. Das war nun ein Thema, die haben Hoffmann-Axthelm kaum interessiert. Hoffmann-Axthelm war wirklich so ein bürgerlicher Flaneur, der durch die Stadt ging, Fassaden quasi gelesen hat, so sehe ich ihn in seinen Texten eben und sich auf die Geschichte bezogen hat. Da braucht man schon ein gewisses bürgerliches Wissen, um das dechiffrieren zu können. Und da sind wir natürlich dankbar durchaus für die Erhaltung, nicht? Und diese Schriften haben auch etwas bewirkt, aber sie haben sich um viele Dinge nicht gekümmert, eben eher auch die ökonomische Basis gewissermaßen. Und ich glaube, da gibt es eben, da tritt etwas auseinander, ein eher ästhetischer Diskurs, der geschichtsbezogen ist, der sich auf Architekturobjekte, Fassaden bezieht und ein Diskurs, der wirklich also ökonomische und soziale Welten einfach näher betrachtet. Stefan Trübi? Ja, die Diskussion der letzten gefühlt 3 Minuten hat ja gezeigt, dass es im Grunde einen Konsens darüber gibt, dass es die Linke nicht gibt. Ich wage auch von 50 Shades of Leftism in diesem Zusammenhang zu sprechen. Ich möchte auch wirklich betonen, dass dieses Forschungsprojekt, denke ich, versucht auch deutlich zu machen, dass es diese 50 Shades of Leftism auch innerhalb der Arch Plus
gab. Ich habe wiederholt diese Austrittserklärung von Brake, Petzinger und Fassbinder gelesen, mehrmals in Seminaren. Und ich habe mich zunehmend gefragt, Leute, warum streitet ihr euch? Worum geht es denn eigentlich? Diese Austrittserklärung ist sehr, sehr lange und hochinteressant, gerade auch mit Blick auf heute. Und der Unterschied zwischen denjenigen, die ausgetreten sind, und denjenigen, die blieben, ist minimal und gleichzeitig monumental. Es geht schlicht und einfach um die Frage, also beide Fraktionen konnten sich darauf einigen, dass es gut ist, nach Kreuzberg zu gehen, in die Stadtteilarbeit zu gehen. Und der einzige, aber wirklich monumentale Unterschied ist die Frage, wie diese einzelnen Stadtteilgruppen in ihrer Eigenlogik miteinander verbunden werden können, sodass etwas gesellschaftlich Relevantes passiert. Es ging nicht zuletzt eben um die Gewerkschaftsfrage. Und diese Frage, also heute würde man vielleicht auch in diesem Zusammenhang den Begriff des latenten Neoliberalismus, alle sind in ihren Eigenlogiken gefangen, werkeln so vor sich hin, aber niemand stellt eben die strukturelle Frage, wie diese Eigenlogiken von Individuen oder Stadtteilgruppen miteinander verbunden werden können. Und vor diesem Hintergrund ist dieser Moment, den wir auch untersucht haben und auch mit Hilfe von Interviews versucht haben, dort besser zu verstehen, dieser Moment 1977, in dem ja ein sehr, sehr kleiner Teil der deutschen Linken in den Terrorismus geht, auch heute noch hochinteressant. Ich denke, Christa Kammleitners Text, den wir ja auch zeigen werden, also publizieren werden, zeigt das auf eine sehr deutliche Art und Weise. Okay. Also Stefan, ich weiß nicht genau, wo du Neoliberalismus in der Zeit siehst. Also Anarchisten sind sicher keine Neoliberalen. Es ging um kollektive Identitäten auch nicht. Und gerade auch Leute wie Helga Fassbinder hatten immer das große Ganze im Auge. Da ging es immer wirklich um große Kapitalinteressen, auch wie die Stadt und Region insgesamt umformen. Und da sollte eine große Antwort gefunden werden. Also du sprichst, glaube ich, sehr gerne davon, dass in der Zeit schon wirklich Einzelinteressen nur am Werke sind. Aber ich glaube, das zentrale Thema war Kollektivität. Das war zwar eine kleinere Kollektivität vielleicht, aber die wurde immer auch ins große Ganze rückgebunden. Da gab es eben auch 1000 Facetten. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Der Neoliberalismus, das dauert dann noch Jahrzehnte eigentlich, bis sich der wirklich hierzulande manifestiert. Naja, das sehe ich in dem Punkt etwas anders. In der Tat, für mich ist der Neoliberalismus oder der Liberalismus hat vielleicht ein gesellschaftliches, einen gesellschaftlichen relativen Nullpunkt im Jahr 1968, aber einen wirtschaftspolitischen relativen Nullpunkt im Jahr 1973 mit dem Ende von Bretton Woods. Darüber ließe sich jetzt lange debattieren, aber ich sehe in diesen summierten Eigenlogiken von Stadtteilgruppen im Grunde auch eine gewisse antizipierte Amputation, Selbstamputation am Werk, die eben nicht größeren gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen Fragen stellt, sondern im Grunde hier vor sich hin werkelt, in Losbau auf hoher See. Ich glaube, Dick, dass wir uns da politische Welten trennen. Also ich glaube, dass man diese Kritik am Staat in der Zeit sehr, sehr ernst nehmen muss. Das sind sehr ernsthafte Vorwürfe, die da erhoben werden, in diesen Texten zum Beispiel von Helga Fassbinder. Und das sind so Texte, die man heute wirklich wieder lesen kann. Nicht? Es ist ja nicht so, dass der Staat einfach gut ist und der Wohlfahrt gedient hat. Nicht? Genau dagegen opponieren diese Gruppen. Sie zeigen, dass es da sehr viel um nicht also Freundschaftsdienste geht, diverse Gesellschaften hier, dass da Korruption auch am Werk ist. Das ist das eine, dass aber auch überzogene Wirtschaftspolitik gemacht wird, nicht die Berlin ausstaffieren möchte, wo um jeder Preis soll Wirtschaft angekurbelt werden. Also preist man eben ganze Stadtteile ab und baut sie neu, einfach damit die Bauwirtschaft floriert. Nicht? Das hilft jetzt den Leuten nicht unbedingt, bessere Wohnungen zu bekommen. Und genau diese Themen wurden eben aufgedeckt. Und dann wurde nach anderen Lösungen gesucht. Infrastrukturen, die eher von unten gebaut werden, kleinere Infrastrukturen. Da geht es wiederum um Kollektivität, die ist halt nur etwas sozusagen kleiner. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Facetten zwischen diesen Polen, großer Wohlfahrtsstaat und das Einzelindividuum. Nicht? Ja, vielleicht nur ganz kurz, ich glaube, da ist ein Missverständnis am Werk. Ich habe ja versucht, vielleicht in aller Kürze deutlich zu machen, dass ich habe ja in aller Kürze versucht, Fassbinder, Brake, Petzinger gegen diejenigen, die in der Eichplus sind, zu verteidigen in der Argumentation. Ja.
Okay, vielen Dank an das Statement von Christa Kammleitner. Da möchte ich hier auch gleich anknüpfen mit einer Frage an Lingo. Und zwar, wir haben in der Forschung den Eindruck gewonnen, dass die 8plus in den vergangenen Jahren durchaus bewusst auf die Zeit vor der Tendenzwende zurückgreift. Die Neugestaltung 2008 durch den aktuellen Art Director Mike Meret tut das ganz explizit, aber auch inhaltlich spielt die Auseinandersetzung mit Ökonomie, mit der Bodenfrage und ähnlichen Themen wieder eine zunehmend wichtige Rolle. Was könnten mögliche Ursachen dafür sein? Ist das eine Tendenz, die für den gesamten Architekturdiskurs gilt oder darüber hinaus? Und wie schätzt du diese Wiederkehr materialistischer Diskurse ein? Mikrofon? Tendenzen schaffen wir ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern wir dienen, wenn es denn gut geht, auch als Verstärker für bestimmte Entwicklungen. Und natürlich hat sich der vor allen Dingen Stadtdiskurs in den letzten 20 Jahren stark verändert. Und wir sehen ja in den Städten die Problemlagen. Und ich würde sagen, die Richtung zu wechseln in der Arch-Plus spiegeln auch natürlich gesellschaftliche Problemlagen wider. Und dass solche Themen wie die Bodenfrage wieder stärker diskutiert werden und das, was du jetzt unter dem Begriff der materialistischen Diskurse zusammengefasst hast. Das ist für mich aus meiner Perspektive, meiner Generation auch ein Versuch einer nachholenden Bewegung, weil bestimmte Diskurse doch liegen geblieben sind in der Zeit und dass wir uns stärker auch mit Themen wie Gendergerechtigkeit, wie die Wohnungsfrage oder im globalen Maßstab die Frage der Gerechtigkeit auch im Hinblick auf den postkolonialen Diskurs verstärkt angegangen sind in den letzten, ich würde sagen, 10 Jahren, hat damit zu tun, dass wir eine Zeitschrift haben, die immer auch sehr stark von den Macherinnen und Machern geprägt sind. Und das ist natürlich auch geprägt von den persönlichen Interessen der Machenden. Und ich denke, dass wir auch bestimmte nachholende Bewegungen da vorzogen haben, indem wir auch andere mit einbezogen haben. Also ich habe verstärkt in Kooperationen gearbeitet mit Hochschulen oder Forschenden an Hochschulen, um solche Tendenzen stärker einzuweben und das nicht nur an meine Person oder anderen Personen dann festzumachen und das die Diskussion im Grunde genommen auszuweiten. Ja, die 8plus als Innovationstreiber oder Verstärker von Innovationen spielt auch im Berliner Architekturstreit eine wichtige Rolle. Dazu machen wir jetzt einen Sprung in die 90er Jahre und hören uns einige O-Töne an von Angelika Schnell, Sarah Buchhatten, Jacques Herzog und Anne Lingo. Von Berlin nach Neuteutonia. Mhm. Wie kam es zu diesem Heft? Was waren die Wirkungen dieses Heftes? Also da war es auch, da war eigentlich auch der Anlass war die Tatsache, dass Berlin einen Senatsbaudirektor gesucht hat. Es gab lange keinen, genauen Zeitraum weiß ich nicht, aber es wurde gerade von Architekten und wenigen Architektinnen, schätze ich mal, lautstark gefordert, dass jetzt nach der Wende, wo so viel ansteht an Neubauten, Umbauten, was auch immer, Neuplanungen, einen Senatsbaudirektor. Und zwar wurde sogar gefordert, jemand, der aus der Architektur selbst kommen sollte. Das war eine politische Forderung. Das ging durch die Feuilletons in Berlin. Und es gab sogar mal, ich kann mich erinnern, dass auch Hans Kollhoff im Gespräch war. Also es sah sogar schon mal tatsächlich so aus, als ob er in Bälde Senatsbaudirektor werden könnte oder sollte. Und es gab auch Ausstellungen und Texte wurden geschrieben zu dem Thema. Also es war richtig was los, ne? Und man merkte so, die ganze Szene ist in Bewegung und alle waren hoffnungsfroh und optimistisch und jetzt geht endlich hier was los und alle kriegen Arbeit natürlich auch und so weiter. Und alle, nach der IBA hatte man ja doch auch nach der internationalen Bauausstellung doch auch das Gefühl, das war ja auch so ein Moment, wo die internationale Szene so in Berlin, nach West-Berlin in dem Fall natürlich nur kam, aber man das Gefühl hatte so, okay, Berlin baut zwar nicht, aber wir haben die ganzen wichtigen Leute hier und so. Ne? Also das ist so,
So dieses Gefühl dieser Offenheit und dieser Freiheit des Experimentellen, das hoffte man, das würde sich jetzt weiterführen nach der Wende in Berlin. Ja, und dann, wie das dazu kam, dass Hans Stimmern Senatsbaudirektor wurde, das weiß ich gar nicht. Also niemand kannte ihn vorher oder die wenigsten kannten ihn. Nikolaus kannte ihn offenbar schon länger, also so alte SDS-Netzwerke, also so altlinke Netzwerke. Und der ist, glaube ich, Verkehrsplaner, ne, gewesen. Der hatte irgendwo in Lübeck vorher, ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat, aber auf jeden Fall kommt er aus dieser Ecke. Und ja, und dann hat man abgewartet, was da jetzt passiert. Aber Hans Stimmern hat auch gleich mit dem Paukenschlag losgelegt. Er hat auch, glaube ich, 93, das Heft ist 94 rausgekommen. Ne? 94, ja. 94, also es war dann im Juni, es muss im Juni 1993 gewesen sein, eine Konferenz organisiert, eine zweitägige Konferenz, wenn ich mich recht entsinne, mit Architekten und auch Theoretikern und Historikern, das damals schon den Titel Neue Einfachheit, glaube ich, oder Berliner Einfachheit oder so weiter. Also dieser Begriff, um den sich dann alles so gedreht hat, wo dann auch das mit der preußischen Einfachheit schon zum ersten Mal formuliert wurde, das war damals Fritz Neumeier, das ist alles auf diese da zusammengekommen. Und der Coup von Stimmern war, dass er auf dieser Konferenz auch Leute zusammengebracht hat, die vorher, wo man gedacht hat, die würden sich eigentlich noch nicht mal die Hand geben oder zumindest hätten die Schwierigkeiten miteinander. Dazu kommt eben Dieter Hoffmann-Axelm und Fritz Neumeier in einem Paket. Der eine immer mit der Parzelle und Neumeier, der jetzt irgendwie eben der glaube ich, mit dem, ich erinnere mich, dass er diese Geschichte mit der preußischen Einfachheit den Vortrag gehalten hat, eben mit diesem Titel. Und die restlichen Architekten haben eigentlich alle in diese Kerbe gehauen, die dann auch Lampugnani ja schon, der hatte ja diesen Text, der dann im Spiegel erschienen ist, der hatte denn in einer fast ähnlichen Form schon mal veröffentlicht gehabt, in einem Katalog des Deutschen Architekturmuseums, als er Direktor war. Da ist es nur damals niemand aufgefallen. Ich weiß nicht, wann der raufgekommen ist, ich glaube 91 oder so. Da hat man das alles noch so hingenommen, so im Sinne von, wir sind pluralistisch und jeder darf alles irgendwie sagen. Und aber auf einmal kam so eine politische Zuspitzung, es war plötzlich klar, dass das jetzt eine Machtfrage wird. Also wer jetzt hier die Debatte beherrscht und wer die Aufträge vergibt und da Stimmern keinen Zweifel daran gelassen hat, dass er jetzt so die Lokomotive ist, die das alles jetzt vorantreibt, war dann eigentlich relativ schnell klar, dass wo es hingeht. Und auch Stimmern hat sich eindeutig geäußert, was für ihn Architektur, also was vernünftige Architektur ist. Ah, es gab noch ein Bauweltheft, das auch in diese Kerbe rein. Die hatten kurz nach der Wende so ein Heft gemacht über die sozusagen mit der Horrorszenario, wenn jetzt die Investorenarchitektur kommt. Das war sozusagen im Hintergrund auch für Stimmern immer ein ganz wichtiges Argument, dass es darum geht, den Tiger zu reiten. Also diese schreckliche Investorenarchitektur, die jetzt auf Berlin einbrechen wird, wenn wir nicht, das war auch der Grund, warum Senatsbaudirektor gefordert war, um das zu kontrollieren. Und da gab es dann so ein Bauweltheft, das weiß ich jetzt nicht mehr, wann das war, wo sozusagen das Schreckensszenario ausgebreitet wird, wenn wir jetzt nicht aufpassen, wird das und das und das und das passieren. Dann kommt diese ganze schreckliche Hightech, also da waren schon so Hightech, verspiegelte Glashochhäuser, also der ganze Schrecken, den man damals so vor sich hatte. Und das mit diesem Rückenwind dabei ging das dann plötzlich, war klar, es geht jetzt in Richtung Blockrandbebauung, Lochfassaden, alles steinern, alles eben mit dieser preußischen Einfachheit und also ein Vokabular, das auch erschreckend war in dem Kontext, das war ihm dann ziemlich schnell klar. Und deswegen kamen wir darauf, jetzt müssen wir nach Berlin schalten. Ich erinnere mich zumindest, wir waren so schön in diesem Fahrwasser, amerikanische Debatte, englische Debatte, diese ganzen Sachen mit den Naturwissenschaften, das war alles spannend und auf einmal wird einem klar, nee, hier in Berlin passiert was, dazu müssen wir irgendwo Stellung nehmen. Und deswegen haben wir so einen kompletten Themenwechsel eigentlich da gemacht und haben uns darauf eingelassen. Ja. Es ist ja gerade aus heutiger Perspektive überraschend, vielleicht aber auch nicht überraschend, dass in der politischen Situation kurz nach dem Mauerfall hier im Grunde Politiker, die von links kamen, wie Hans Stimmern, doch mit einer antikapitalistischen Motivation hier auf eine mindestens protektionistische, wenn nicht sogar latent nationalistische Architekturagenda setzten. Würdest du Das war im Grunde das,
die Krux. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, Nikolaus war, Kunert war bei dem Thema sehr, sehr hellhörig und hatte da eine feine Antenne dafür. Er hatte schon mal in dem IBA-Katalog Idee-Prozess-Ergebnis, der Mitte der 80er, 85, 86 rausgekommen ist oder 87, da hatte er schon auch davor gewarnt, dass dieser kritische Rekonstruktionsdiskurs durchaus, also der jetzt eben antikapitalistisch argumentiert, der die alte Stadt oder die historische Stadt reparieren will, natürlich damals noch behutsam und auch immer noch pluralistisch, es war alles immer noch so kritische Rekonstruktion und wir lassen alles zu, dass das aber sich sehr schnell verengen könnte und zu einer ja, geradezu reaktionären Architektur- und Stadtpolitik führen kann. Also deswegen war Nikolaus da sehr, sehr hellhörig und die Tatsache, dass das eben gerade von links kommt, das gibt es also sogar häufiger. Wenn man in der Zwischenzeit, habe ich mich natürlich dann später im Nachhinein immer wieder mal auch mit dem Thema beschäftigt, man findet im Grunde das sogar auch in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel, Lefebvre hat auch solche Texte geschrieben, wo er die alte Stadt beschwört, so als Idealbild gegen den, gegen die Moderne und so weiter. Also dieser moderne Hass, der gerade in der linken Szene in den 60er, 70er Jahren sehr kultiviert wurde. Also Guy auch Frankfurt, Guy Debord, aber in Deutschland ist es, glaube ich, am stärksten. Ja, da ist so dieser aus der Frankfurter Schule oder aus dem Sigmund-Freud-Institut kommende, also Mischerlich und der Umgebung, der ist schon sehr, also sehr extrem teilweise. Da werden moderne Architekten ja unter Pathologieverdacht gestellt. Also mir fällt es mittlerweile viel deutlicher auf, weil ich in Österreich erlebe, dass zwar da auch ein Kritik war an der Moderne, aber sie haben weder Adolf Loos noch Josef Frank noch Otto Wagner jemals fallen gelassen. Im Gegenteil, das waren Anknüpfungspunkte, an denen sie weitergemacht haben. Und deswegen kam es nie zu dieser extremen Anti-Gegenbewegung. Und im linken Diskurs ist das aber in der Bundesrepublik Deutschland sehr stark verankert. Und ich habe mir das immer so erklärt, dass das mit ein ganz wichtiger Treibriemen war für diese ja auch dann extreme Situation dann in Berlin, wo es dann nur noch darum ging, das eine durchzusetzen und alles zu ignorieren, was sonst passieren könnte. Und deshalb diese, sagen wir mal, extreme Teilung in die Lager kam eigentlich erst in dem Augenblick, wo es Geld ins Spiel kam, wo es richtig zu bauen gab in Berlin, wo es also richtig große Bauvolumina umgesetzt wurden und es darum ging, eigentlich sich Jobs zu holen. Ne? Und da war dann plötzlich klar, dass Stimmern eine bestimmte Linie verfolgt und er hatte dann plötzlich sehr viele Freunde. Und das war, sagen wir mal, ein kostspieliges Hobby, da dagegen zu sein. Another one, oder? Die Frage, die sich mir sehr oft stellt, ist die Stärke der berlinischen Architektur nicht auch das Schweigen der Opposition gewesen? Ne? Ja. Kann man so sehen. Also wie gesagt, also es ging dann auch einfach... Es ging so ein bisschen um die Wurst, da ja, buchstäblich. Jeder hat halt versucht, dann irgendwie einen Teil von dem Kuchen zu kriegen. Und ich meine, wir haben das sehr buchstäblich am eigenen Leib erlebt, dass du, wenn du halt, sagen wir mal, widersprochen hast, dann galtst du als schwierig. Und ja. We knew basically that we then had to look for work elsewhere. We did take part in the photonic competition in Photonic Center in Southeast Berlin in 95, and Stimmen was on the jury, but for us it was like therapy work. It was quite a sweet competition. And then on the day of the jury, he was ill, and we ended up with a joint first prize with Ortner and Ortner. And in fact, there were two sites, so we could build on one site, and they built two other buildings, but we had the actually nice piece. So, and then there was one other period when I didn't quite understand the politics, but Barbara Jacobite was in power and Stimmen was sort of on the side, and then we won the fire and police station for the government district. But apart from that, we didn't build anything in Berlin. And in fact, Stimmen wanted, he effectively filibustered the GSW building. I mean, we won it in the original competition was in the autumn of 1990. It turned into a two-phase competition because they were so surprised actually to have a high-rise solution. And ourselves and Benedikt Tonon were then asked to work on it again. For us, it was fantastic. We had a lot of self-criticism of our design, so we could correct all that, plus the jury's worries.
And I think it was handed in February or March, February 91, and then we won. But it was not until more than 3 years later, May 94, that the client decided to definitely build it. And in that Zwischenzeit, and also danach, Stimmen was doing his best to block it, also through the Kreuzberg politics and everything. But it was, for us, it was clear that we had to look for work elsewhere, which is a pity in the city that you live. Ich wusste natürlich von der kritischen Haltung von Asch Plus gegenüber dem der Ideologie, quasi mit der Berlin wieder neu gebaut und aufgebaut und erneuert werden sollte. Und wir haben ja eigentlich in dieser ganzen Phase, während, ja bis vor 4, 5 Jahren, als wir teilnahmen an, als wir ein Projekt vorgeschlagen bekamen, ja, Tacheles, wie Sie ja vielleicht wissen, und dann später auch am Wettbewerb für das Kulturforum, ja, teilnahmen und auch den Wettbewerb gewannen, das sind ja fast 20 Jahre später, wollten wir, oder sind 20 Jahre später, wir sahen, es gab wie keinen Platz oder keinen Weg für uns in dieser Ideologie oder in dieser Tendenz. Und ich schaue jetzt, wenn ich das anschaue, weniger kritisch an, weil ich finde eigentlich Städte immer interessant. Und die machen manchmal dummes Zeug und manchmal besseres Zeug. Und es ist manchmal schwierig, in der Zeit selbst das zu beurteilen. Und ich finde es jetzt im Nachhinein interessant. Natürlich, man spricht immer über die Brüche in Berlin. Aber es gibt ja auch nicht nur Brüche, es gibt ja auch sehr viel dann am Stück von irgendeiner Idee, die sich dann ausdrückt, jetzt eben auch über diese stimmmannsche Welt. Und da gibt es ja auch eigentlich schöne Gebäude oder interessante Gebäude, wenn ich denke an den Backsteinturm von Kollhoff zum Beispiel und andere Sachen. Und es gibt ja dann auch die Sachen, mit denen wir uns näher fühlten, die Sachen aus den 50er Jahren, wenn ich das Hansa-Viertel anschaue oder wenn ich eben auch das Kulturforum, diese Einzel-Solitär-Bauten anschaue. Das sind interessante Themen, aber erst eben viel später konnten wir uns da einbringen, weil vorher wären wir gebunden gewesen an einen Kanon, den wir nicht hätten akzeptieren können. Wenn man sich die Hefte, die dann mit dir als Redakteur dann in den Jahren ab 2002, 3, 4, 5 entstanden sind, fällt mir zumindest auf, dass es sehr stark eben um einen Urbanismus-Diskurs ging. 2004 erschien die Ausgabe mit dem Titel Chinesischer Hochgeschwindigkeitsurbanismus. Ging es hier um eine Art urbanistische Agenda in der Eich Plus? Oder ich frage auch deswegen, weil im Jahre 2004 gab es ja auch schon eine erste Entspannungsphase, Stichwort Berliner Architekturdiskurs. Man suchte vielleicht auf der ganzen Welt nach anderen Lösungsmodellen. Wie würdest du aus heutiger Perspektive diesen Urbanismusdiskurs, der sich mit diesen Eich Plus Ausgaben vollzog, einordnen? Ich würde sagen, das war schon eine bewusste Entscheidung, diese außereuropäischen Entwicklungen anzuschauen und davon zu lernen, was Stadt heute eigentlich bedeutet, über den europäischen Architektur- und Stadtdiskurs hinaus. Und das war, glaube ich, eine Zeit, wo erwähnt hast, dass im Grunde genommen so eine Art von Annäherung festzustellen war, eine Art von Befriedung der verschiedenen Fraktionen. Und als jemand, der im Grunde genommen durch den postmodernen Stadtdiskurs hindurchgegangen ist oder im Grunde genommen die Lehren daraus im Grunde genommen auch im Studium schon vermittelt bekommen hat, war es mir wichtig, nochmal einen Gegenpol aufzubauen, weil das genau das war, was Eich Plus auch bisher gefehlt hat, nämlich der außereuropäische Blickwinkel. Und das verband sich auch mit meiner eigenen Ambition und meinen eigenen biografischen Hintergrund und Interessensgebieten, sodass
ich das Glück hatte, im Grunde genommen auch mit Partnern diese Serie von Stadtheften zu machen, wie Sao Paulo, wie Istanbul, wie Tokio und so weiter und so fort. Und wenn man das dann jetzt im Nachhinein betrachtet, war das schon eine sehr wichtige Entwicklung, um auch im Stadtdiskurs sich nochmal anders zu positionieren. Glaubst du, dass die Urbanismushefte, die ihr seit 2004 insbesondere veröffentlicht habt, dass die vor Ort hier in Berlin auch zu einer Öffnung des Urbanismusdiskurses geführt haben? Ist jetzt vielleicht schwierig zu beantworten, ne? Aber wir haben ja zumindest einen Wechsel von Senatsbaudirektor Hans Stimmern zu Senatsbaudirektorin Regula Lüscher zu diagnostizieren. Man könnte jetzt annehmen, dass hier eine Öffnung tatsächlich stattfand. Wie ist da deine Beobachtung? Für Berlin selbst hat das natürlich mit dem Weggang von Stimmern etwas zu tun, wobei das Bild oder die Agenda der europäischen Stadt eigentlich im politischen Diskurs als das Leitbild festgeschrieben ist und man auch sehr stolz darauf ist. Zurzeit arbeitet das Bauministerium oder die Abteilung Bau im Innenministerium daran, im Rahmen der Ratspräsidentschaft von Deutschland die Agenda der europäischen Stadt zu erneuern und abzudaten. Und man ist relativ stolz darauf, jetzt alle 27 Mitgliedsländern im Grunde auf eine Agenda fixiert zu haben. Du spielst auf die Leipzig-Karte an. Ja, genau, richtig. Und insofern glaube ich eben nicht, dass es eine tatsächliche Öffnung gab, sondern es wurde vielleicht nur etwas liberaler gehandhabt, während die Ideologie dahinter weiterhin die europäische Stadt ist. Okay, wir haben gerade Angelika Schnell gehört, die 1994 gemeinsam mit Nikolaus Kunert die sehr erfolgreiche 8-Plus-Ausgabe von Berlin nach Neu-Teutonia als Redaktorin betreut hat. Sie stellt einen Zusammenhang her zwischen der Lagerbildung im Berliner Architekturstreit in den 90er Jahren und der heftigen Kritik an der modernen Architektur und Stadtplanung in den 60er und 70er Jahren. Würdet ihr dem zustimmen, dass sich die Entstehung und Erfolg des Leitbilds der sogenannten europäischen Stadt auch einer linken moderne Kritik verdankt? Und ist der Berliner Architekturstreit auch ein Widerschein, eine Auffächerung der Linken, die wir im Zusammenhang mit der Tendenzwende eben diskutiert haben? Also da juckt es mich natürlich in den Fingern, das ist klar. Und bei allem Respekt und Hochachtung vor Angelika Schnell, es gibt dann doch einige Dinge, die zurechtgerückt gehörten, denke ich. Ich muss dazu sagen, dass der Berliner Architekturstreit der 90er Jahre nicht mehr etwas ist, was in meinem Umfeld passierte. Ich war damals an der Technischen Universität Graz, lernte die österreichische Szene sehr gut kennen und vor allen Dingen auch die österreichische Szene, die schon einen sehr deutlich eindeutigen Weg gegangen ist mit der sogenannten Grazer Schule. Aber das wisst ihr ja, wie diese Architekturrichtung aussah, beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen man da dachte und arbeitete. Ich möchte auf einen Punkt ganz wesentlich hinweisen. Ich denke, dass es notwendig ist, also schon wieder haben wir hier wieder die Linke, das muss ich jetzt nicht weiter ausdifferenzieren, die natürlich ganz unterschiedlich ist, auch in ihren Theorien. Also was die Frankfurter Szene angeht, davon hatte man hier in Berlin, glaube ich, kaum eine Ahnung. Jedenfalls nicht so, wie Adorno sich das vielleicht gewünscht hätte. Und dann vor allen Dingen aber die Einflüsse, die aus dem Ausland kamen, vor allen Dingen aus Frankreich. Es ist richtig, dass Henri Lefebvre darauf reagiert hat und vor allen Dingen etwas entwickelt hat, was ja wirklich, wenn man so will, die Bodenständigkeit neu in Erwägung ziehen ließ. Das heißt, die Alltagskultur. Unter welchen Voraussetzungen leben Menschen? Unter welchen Voraussetzungen arbeiten Menschen? Und aus diesem Blickwinkel heraus, der im Übrigen
in linken Gruppen Italiens, ja, Lotta Continua und so weiter, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Auch bei Harald Bodenschatz, ich glaube, ihr habt das auch irgendwo angemerkt, Stefan Trüge und Sandra Öhi, thematisiert worden ist, kam etwas zustande, was sich in einem bestimmten Umfeld der moderne Kritik etabliert hat. Und zwar ging es darum, dass in bestimmten Großsiedlungen bestimmte Dinge einfach daneben gegangen waren. Und das ließ sich jetzt ablesen. Das heißt, es kam zu Slum-Bildungen, Dinge, die man auch aus den USA schon kannte, die man aus Frankreich vor allen Dingen kannte, die man auch in Italien kannte. Und daraufhin gab es bestimmte Entwicklungen, vor allen Dingen auch in Italien, von Architekten, auf die ja auch in Arch Plus reagiert wurde, die dann tatsächlich eine neue, ich will nicht sagen neu, das ist falsch, eine andere Perspektive auf die moderne Architektur und stadträumliche Entwicklung eröffneten, als sie bisher geprägt worden war in den 50er und 60er Jahren. Das hört auf. Ein anderer Aspekt, also es gibt diese Position innerhalb der Linken, Bewegung, die eine bestimmte Internationalisierung insofern mitmacht, hier bei uns in der Bundesrepublik mitmacht, als man Texte, Untersuchungen, Entwicklungen aus Italien, aus Frankreich und so weiter aufnimmt, zur Kenntnis nimmt und eine andere Form der moderne Kritik entwickelt. Beziehungsweise einen Punkt, ich selber habe daran teilgehabt, es wurde schon angesprochen, einen Punkt entwickeln wird, zu sagen, wir müssen an die Basis, wir müssen in die Stadtteilgruppen und so weiter. Christa Kammleitner hat darauf schon hingewiesen. Das wäre, ich muss jetzt aufhören, beziehungsweise ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen wollen, der mir sehr wichtig ist. Im Vorfeld dieser ganzen Entwicklungen der 90er Jahre, die vorhin angesprochen worden waren, entwickelte sich etwas, was wir Postmoderne nennen. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine merkwürdige Mischung, eine merkwürdige Kooperation einer bestimmten, ich würde nicht sagen, ja doch vielleicht neoliberalen Wirtschaftspolitik und einer bestimmten ästhetischen, architektonischen Ausbildung, was Identifikationsfiguren für Gesellschaften die sich eben von der Moderne abwenden, bilden sollten und auch entwickelt wurden. Und innerhalb dieses postmodernen Diskurses hat sich hier in Berlin, vor allen Dingen in der IBA der 80er Jahre, dann tatsächlich etwas ausbilden können, was viele von uns schon außerordentlich kritisch und betrachtet haben und auch keineswegs wertschätzen, nämlich das, was im Umfeld von Josef Paul Kleihus entstanden ist. Das heißt, wichtig für diese Zusammenhänge, denke ich, ist noch einmal zu bedenken, mit welchem Geschichtsbild wurde denn eigentlich zu Beginn der 90er Jahre hier in Berlin gearbeitet? Und das war kein Geschichtsbild, das mehr oder weniger von hier auf nachher aus einer linker Stimmen, der war Sozialdemokrat. Und der war Stadtbaudirektor in Lübeck. Das war nicht irgendwas. Der hatte in der Arbeitsgruppe von Hartwalter Hemer mitgearbeitet. Da habe ich ihn kennengelernt. Also das ist alles etwas ein bisschen differenzierter und darauf sollte man sich nochmal besinnen, wenn man dann darüber spricht. Aber welches Geschichtsbild hat sich denn tatsächlich in dem Zusammenhang ausgebildet? Was hat sich darin verändert? Und was war ein Geschichtsbild, das gewissermaßen in den 80er Jahren schon in der Architektur der Postmoderne angesprochen worden war? Und mit welchem Aspekt von Aufklärung da Moderne kritisiert wurde. Und da denke ich, im Aspekt der Aufklärung muss man Texte von der Frankfurter, nicht nur der Frankfurter Schule, sondern auch der Psychoanalytiker und so weiter lesen. Und da muss man sehr genau sein und das nicht einfach so bringen. Liebe Angelika, verzeih, ich schätze deine Arbeit sehr, aber das finde ich ein bisschen zu pauschal. Vielen Dank, Christa Kammleitner.
Ja, ich würde einfach gerne nur fortsetzen und ein paar Dinge nochmal hervorkehren. Also ich denke, es gibt einst Verbindungslinien einzelner Personen eben von den 90er Jahren in die 70er Jahre. Da gibt es natürlich Wurzeln der kritischen Rekonstruktion, aber eben auch ganz andere Stimmen, nicht? Die ganz andere Dinge hervorkehren. Und diese ganze Kritik an der modernen Stadt, die da um 68 hochkocht, die zielte noch nicht auf eine postmoderne Stadt, nicht? Also, es gibt wirklich etwa 10 Jahre, wo überhaupt nicht klar ist, was jetzt kommt, nicht? Es gibt eine große Infragestellung, 1000 Fragen sind offen. Es gibt theoretische Antworten auf ökonomischer Ebene, soziologischer Ebene und so weiter. Und es gibt kein bestimmtes Architekturbild, nicht? Also, diese ganze Kritik des Märkischen Viertels etwa, da sind auch sehr viele Pädagoginnen und so weiter da unterwegs. Da geht es wirklich darum, die Leute abzuholen, Spiele zu veranstalten, Aufklärungsarbeit zu leisten. Wenn über Architektur nachgedacht wird, dann auch durchaus in diesen sehr quasi lustigen Formen der Zeit, nicht? Also irgendwelche Plops sollen also als Kindergärten da irgendwo angedockt werden und so weiter. Diese Architektur gibt es als Vision, aber es gibt eigentlich keine ganz konkrete Architekturvision, nicht? Und dann kommt schleichend eben diese Liebe zur alten Stadt, aber das dauert eben fast etwa 10 Jahre, bis sich das durchsetzt. Und da gibt es wirklich 10 Jahre, die sind völlig offen. Und ich glaube, man muss diese Kritik wirklich ernst nehmen und sehen, dass zwischen Moderne und Postmoderne, das ist nicht eine Antwort, die unmittelbar aufeinander folgt. Da gibt es eine Zwischenphase, die ist unglaublich spannend und mit der sollte man sich beschäftigen. Noch ganz kurz zu Österreich-Deutschland, diesem Unterschied. Also man muss sich wirklich vergegenwärtigen, die Gewalt, die in Berlin da stattgefunden hat, nicht? Also diese Kahlschlagsanierungen, wo unglaublich viele Leute da einfach ihrer Wohnungen beraubt wurden, mit dem Versprechen auf bessere Wohnungen, die zum Teil sehr teuer waren, die sie sich nicht leisten konnten, wo der Weg also oft wirklich ins Obdachlosenheim dann gemündet hat. Man hat von diesen Umsätzen mit dann gesprochen, man wusste, dass das da psychologische Verheerungen einfach gibt. Das gab es in Österreich nicht, nicht? Also es gibt in Wien, glaube ich, eine, ich kannte das auch nicht, eine kleinere Viertel, wo es eine Art Kahlschlagsanierung gab, aber das hat nie die gesamte Stadt erfasst. Ja? Moderne in Wien, das ist halt ein hübsches Loshaus, das kann ich natürlich schön finden, das ist nicht bedrohlich. Das einzige große, der große moderne Bau in Wien ist der U-Bahn-Bau. Nicht? Das ist eine Megastruktur, die Wien quasi in eine moderne Stadt verwandelt, aber die ist eben unterirdisch und nicht so sichtbar. Das heißt, da gibt es einen Unterschied in dem, was wirklich in den Städten abging. Und noch kurz auch zu Lefebvre. Also ich würde Lefebvre natürlich deutlich unterscheiden von Hoffmann-Axthelm und so weiter. Aber was Lefebvre natürlich auch sieht, ist, dass die alte Stadt dem Individuum sehr viel Spielraum gelassen hat. Nicht? Das heißt, so alte Städte, da gibt es eine Kollektivität, aber es gibt aber auch die Möglichkeit, dass einzelne Individuen irgendwas unternehmen. Das gefällt Lefebvre, nicht? Dass individuelle Tätigkeit und kollektive Tätigkeit irgendwie zusammenkommt und da Spielräume bestehen. Die dann moderne ist immer systemisch. Da agieren große Akteure, große Wohnbaugesellschaften, große U-Bahn-Gesellschaften und so weiter und so weiter. Und die Frage ist eben, wo bleibt die individuelle, der Spielraum, nicht? Da gab es unterschiedliche Antworten darauf, nicht? Also ob die Parzelle die richtige ist, will ich jetzt in Frage stellen. Aber die gleiche Sorge um diesen individuellen Spielraum steht dahinter, nicht? Vielen Dank. An Lingu. Also ich würde auch verneinen, dass es nur ein Widerschein der linken moderne Kritik darstellt, die Debatte in den 90ern. Denn ich glaube, gerade aus der anderen Richtung spielte im deutschen Diskurs die Kritik eine größere Rolle. Denken wir doch an das Buch Die gemordete Stadt von Wolf Jobst Siedler von 1964, sehr früh. Und ich bin über die Ausstellung hier in der Berlinischen Galerie über die Postmoderne auf den Film nochmal von Harun Farocki von 1981 gestoßen, in der Harun Farocki die Mitautorin, die ja immer nicht genannt wird, nämlich Elisabeth Niggemeier, die den Bildteil geliefert hat zu diesem einflussreichen Buch. Und sie wurde 1981 von Harun Farocki befragt, wie sie denn die Wirkung dieses Buches einschätzt. Und sie war schon damals schon sehr gespalten und hat ganz hellsichtig gesagt, dass dieses Buch im Grunde genommen nun dazu dient, als Alibi für Architektinnen und Architekten, damit sie wieder hübsche Fassaden machen können. Aber das, was wir heute unter dem Begriff der Gentrifizierung diskutieren, die Verdrängung und so weiter, völlig ausblenden. Und das hat sie wirklich ganz klar auf den Punkt gebracht, dass es eigentlich das war, was sie mit dem Buch bezwecken wollte. Ob nun Siedler was anderes bezweckte, das kann man
diskutieren, aber sie wollte die Lebendigkeit der Stadt gerettet sehen und hat ganz klar gesagt, die Ermordung der Stadt geht munter weiter, Zitat. Und das trifft eben den Punkt und geht bis heute, dass man hinter hübschen Fassaden, im Grunde genommen die, was wir heute Neoliberalisierung der Stadt, die Finanzialisierung der Stadt diskutieren, munter weiterläuft. Und dass die 90er Jahre eigentlich eher ein Verstärker war und dieser Fassadismus der 90er Jahre Teil dieser Entwicklung war. Stefan Trübi. Ja, eine sehr schöne Anekdote von Anlin Gu über Elisabeth Niggemeier. Ich frage mich gerade, warum diskutieren wir über dieses Thema? Ich denke, da sind wir uns sicherlich einig. Es ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig gewinnbringend, um nochmal unsere jeweiligen Positionen zum Berliner Architekturstreit zu rekapitulieren. Vielleicht auch noch eine Randbemerkung. Es wurde ja bereits Alexander Mitscherlichs Unwirklichkeit der Städte und Wolf-Jobs Siedlers Die gemordete Stadt und Elisabeth Niggemeiers Die gemordete Stadt erwähnt. Also ich muss da nicht 10 Jahre warten, um zu wissen, wohin der Hase läuft mit diesen Büchern. Ne? Das ist in diesen Büchern bereits 1964 komplett klar, wohin der Hase läuft. Mit dem einem großen und entscheidenden Unterschied zwischen den bereits erwähnten Büchern, Mitscherlich auf der einen Seite und Jobs Siedler auf der anderen Seite. Das eine ist ein aus der um jetzt einen unterkomplexen Begriff mal wieder zu verwenden, aus einem linken Kontext geschriebenes Buch, das andere ist aus einem konservativen Kontext geschrieben. Und der Unterschied zwischen den beiden Büchern ist die Bodenfrage. Mitscherlich schreibt über eine Vergesellschaftung des Bodens, bei Jobs Siedler taucht das nicht auf. Und das ist genau der Anschlusspunkt, weshalb wir über diese beiden Bücher auch heute noch diskutieren sollten, im Durchgang durch den Berliner Architekturstreit. Lin Gu hat sich gemeldet und Christa Kammleitner. Nein, ich wollte dem nur beipflichten. Also genau darin besteht eigentlich heute der Unterschied, wie wir über Stadt diskutieren. Also ich wollte kurz präzisieren, also bei Siedler steht doch was sehr anderes drin als bei Mitscherlich. Also Mitscherlich ist ja ein Mitautor gewissermaßen der Siedlung Heidelberg-Emmertsgrund zum Beispiel und war ja ganz wichtig für die neue Heimat als Berater. Also Mitscherlich steht ganz klar auf Seiten der Moderne einfach nicht und hat ja dieses Ideal Urbanität durch Dichte quasi mitgeprägt. In seinem Buch geht es ja überhaupt nicht um die alte Stadt, nicht? Also er beginnt ja mit quasi Heidelberg, wo er gewohnt hat, Villensiedlungen, die eben auch aufstoßen, weil da irgendwie ja, irgendwelche Stile durcheinander gebaut werden und die Leute vereinzelt wohnen und hier also keine Stadt, keine kollektive Stadt mehr sichtbar ist. Damit steigt das Buch ein, nicht? Und dann kritisiert es eben den 50er-Jahre-Städtebau, den Zeilenstädtebau. Und Mitscherlichs Buch wird ja dann verwendet im Grunde, um einen neuen, modernen Städtebau zu machen, nicht? Wie eben zum Beispiel das Märkische Viertel und so, also diesen etwas dichteren Städtebau, wo es dann eben auch um Zentren geht, also Einkaufszentren, wo dann eben auch irgendwelche Stadtteilzentren angedockt sind und so weiter. Heidelberg-Emmertsgrund gibt es eine Passage zum Beispiel, nicht? Die so als Aktivierungspassage, als Aktivierungsrückgrat gedacht ist, wo so kleine Läden quasi auch dran sein sollten, die dann natürlich so nie passiert sind. Also Mitscherlich, da kommt die alte Stadt noch nicht vor einfach, nicht? Und die Vergesellschaftung des Bodens, ich glaube, das müssen wir auch komplexer diskutieren, nicht? Vergesellschaftung des Bodens findet in Berlin im großen Maßstab statt, nicht? Der ganze Bezirk Kreuzberg wird abgerissen und befindet sich zu 96% um 1980 in der Hand von Gesellschaften, die zum Teil privat sind, zum Teil aber natürlich städtische Gesellschaften sind oder in irgendeiner Form gemischte Gesellschaften. Und die modellieren ja die Stadt um, gegen den Willen der Bewohner, nicht? Also Vergesellschaftung des Bodens hieß damals was ganz Fürchterliches einfach, nicht? Also ich glaube, wenn wir heute dafür plädieren, dann plädieren wir ja davon, dass wir da auch mitreden dürfen, nicht? Dass dann auch wirklich eine breite Teilnahme auch passieren kann an dem, was dann mit diesem Boden passiert. Nicht? Und wenn man heute spricht mit Gruppen, die sich hier engagieren für neue Wohnformen, dann sind das genossenschaftliche Formen, die zum Teil sagen, wir wollen eben selbst mitbestimmen. Und wenn wir jetzt mit städtischen Behörden sprechen, haben wir eher ein Problem. Nicht? Also da gibt es auch eine mittlere Ebene einfach. Und ich denke, hier muss man weitergehende Forderungen stellen. Vergesellschaftung des Bodens, denke ich, ist zu wenig. Man muss das noch begleiten mit genaueren Wünschen, was man denn damit machen möchte eben.
Wenn ich ganz kurz darauf reagieren darf, natürlich ist es immer so, wenn sich zwei ArchitekturtheoretikerInnen treffen, dann fällt innerhalb der ersten 30 Sekunden der Satz, das muss man etwas komplexer sehen. Aber vielleicht können wir ganz kurz mal beim Text bleiben. Ich darf mal kurz aus Mitscherlich die Unwirklichkeit der Städte zitieren. Alte Städte hatten ein Herz, die Herzlosigkeit, die Unwirklichkeit der neuen Bauhäuser hat jedoch eine ins Gewicht fallende Entschuldigung auf ihre Seite. Das Tabu der Besitzverhältnisse am Grund und Boden in den Städten, welches jede schöpferische, tiefgreifende Neugestaltung unmöglich macht. Also ich denke, alleine dieses Zitat, und da kann man 25 weitere Zitate anführen, widerlegt das, was Christa Kamladner gerade eben sagte. Also er ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Autor für die neue Heimat gewissermaßen und eben mitbeteiligt am Siedlungsbau, am modernen Siedlungsbau, nicht? Also Stichwort Heidelberg, Engmatsgrund und so weiter. Insofern ist er nicht für postmodernen Städtebau verantwortlich, auch wenn er, sondern das wurde dann eben übersetzt in andere Formen, nicht? In den 60er Jahren. Also ich möchte dazu noch was sagen. Ich habe in der Zeit in Heidelberg studiert und ein guter Kommilitone von mir zog dann mit seiner Familie in den Engmatsgrund. Das Problem war, was Christa Kamleitner eben auch angesprochen hat, das Problem dieser ganzen Großsiedlung war, dass es keinen wirklich urbanen Kontext gegeben hat. Der war zwar vorgedacht. Fast alle städtebaulichen Programme, die sich nach 1945 dann entwickeln konnten, waren auch sich darüber im Klaren, dass Neubaugebiete in einer gewissen Weise urbanisiert gehören. Ja? Dieser Aspekt war einer, der fehlgeschlagen ist in den Großsiedlungen. Und das war das Problem. Und darauf reagierten die Mitscherlichs, Stefan Trübi. Und das, glaube ich, muss man zur Kenntnis nehmen. Also Christa Kamleitner hat zu Recht auf diese Bodenfrage hingewiesen. Die ist nach 1945 ein zentrales Thema, wird nie gelöst werden, richtig. Deswegen haben wir es heute wieder. Und auf der anderen Seite reagieren die Sozialpsychologen und auch einige Philosophen und Geisteswissenschaftler darauf, indem sie sich tatsächlich mit der Lebenswirklichkeit der Menschen auseinandersetzen. Und diese Lebenswirklichkeit war zum großen Teil wirklich außerordentlich problematisch. Und aus diesen Kontexten heraus gibt es dann diese Kritik. Stefan Trübe, hinter Ihnen ist so ein schönes Bild, eine schöne Fotografie. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber es hat natürlich sehr viel mit uns zu tun. Und ich denke, wenn man in diesem Zusammenhang unter anderem auch Filme von Jean-Luc Godard, ein, zwei Dinge, die ich von dir weiß, glaube ich, ist das, sieht, dann ahnt man in dieser Kälte, in den Bildern, ja, in diesen filmischen Bildern, was so jemand wie Herr Mitscherlich oder Frau Mitscherlich, beide zusammen möchte ich hier bitte genannt wissen, dann tatsächlich auch mit der Herzlosigkeit meinen. Und ich denke, wenn man diese Überlegungen der Mitscherlichs kontextualisiert in diesem Sinne, wie wir es eben besprochen haben, dann kann man auch eine Lesart dieser Texte entwickeln, die das progressive Element darin sehen. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich möchte aber vielleicht nochmal wiederholen, dass die Mitscherlichs in ihrem wunderbaren, aber auch meines Erachtens hochproblematischen Buch Die Unwirklichkeit unserer Städte den Traum einer Revolution formulierten, bei der städtebaulich alles beim Alten bleibt. Ich darf vielleicht nochmal ganz kurz zitieren. Es ist wohl von niemandem ernstlich bestritten, dass die Misere des deutschen Wiederaufbaus eng mit der Zufälligkeit der Besitzverteilung, den spekulativen Bodenpreisen und dem ausgebliebenen politischen Versuch zur räumlichen Neuordnung der Stadtareale zusammenhängt. Denn Privatbesitz, unbeschadet seiner unter Umständen für die Gemeinschaft tödlichen Auswirkungen, ist ein Tabu, ein Fetisch, an dem niemand zu rühren wagte. Zitat Ende. Also hier geht es schon um den Eigentum an Grund und Boden. Ne? Ganz genau, ganz genau. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir in Berlin diskutieren das hier gerade im Deutschen Werkbund wieder und nicht nur dort. Und ich denke, das ist eine zentrale Frage, die jetzt nur in Parenthese in der kommenden Wahl auf uns zukommt. Hier in Berlin haben wir diese Initiative enteignet. Ja? Das sind natürlich Positionen, an die man lange gar nicht mehr gedacht hat und wie das ausgeht, da also bin ich mal gespannt. Aber das war das, was die Mitscherlichs damals tatsächlich auch umtrieb. Ja? Soweit.
Vielen Dank. Ich möchte hier anknüpfen, noch eine Frage an Anline Goh stellen. Zur kurzen Anekdote, das Bild hinter Stefan Trübi ist das K1-Gebäude, in dem die 8plus gegründet wurde. Ah. Also dann, ja, hier anknüpfend, genau, es wird zunehmend deutlich, dass die Rechte in der BRD den Architektur- und Stadtdiskurs zu besetzen versucht. Und die AfD-Bundesfraktion hat ja jüngst im Antrag für einen nationalen Aktionsplan kulturelle Identität die erfolgreichen Rekonstruktionsprojekte in Dresden, Frankfurt am Main oder Berlin für beispielhaft erklärt. Zugleich gewinnt ein linker Stadtdiskurs, der auf Teilhabe und ökonomische Gerechtigkeit abhebt, an Momentum. Und damit ist natürlich die Diskussion um Mietpreisdeckel oder auch die erfolgreiche Initiative für das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen gemeint. Für beide Lager scheint Berlin eine zentrale Rolle zu spielen. Und wir haben auch das Videostatement von Anline Goh gehört, nachdem sich mit der Verabschiedung der neuen Leipzig-Charta im November 2020 durch die zuständige Ministerin der EU eine rechte Stadtentwicklungspolitik erst einmal festgeschrieben zu haben scheint. Welche Szenarien siehst du für zukünftige Entwicklungen? Das ist eine sehr umfassende Frage, die sich sehr schwer beantworten lässt. Ich würde das mal auf die Wohnungsfrage mal zurückführen, weil für mich dort im Grunde genommen die Zukunftsfrage sich auch entscheiden wird. Wenn wir diesen Komplex der europäischen Stadt als Diskurs mal kurz polemisch zusammenfassen, geht es ja darum, Fassadenkosmetik zu betreiben, um eigentlich zugrunde liegende gesellschaftliche Fragen nicht beantworten zu müssen. Die dreht sich heute zentral um die Wohnungsfrage und die Frage der Vereinbarkeit von Wohnen und Arbeiten. Und diese Frage ist das eigentlich, was wir, um diese Frage müssten wir uns eigentlich bemühen und nicht diese vergangenen Diskussionen immer wieder beleben. Und deswegen haben wir jetzt in der kommenden Ausgabe, wo wir über Wohnbaupolitik in Wien diskutieren, das Ganze unter der Frage des Ende des Wohnbaus als Typologie gestellt. Und es geht darum zu hinterfragen, und das ist ja die Tragik dieser ganzen Diskussion um Enteignen oder Nicht-Enteignen. Wir sind im Grunde genommen 100 Jahre zurückgeworfen in der Diskussion. Über die ganzen sozialen Fragen wird kaum noch diskutiert, weil der Bedarf erstmal gedeckt werden muss. Und worüber wir uns eigentlich unterhalten müssen, sind eigentlich die in den Gebäuden, in dem Wohnbau einbetonierten Machtverhältnisse von Gender, Rasse und so weiter. Und wir diskutieren nicht, wie wir diese Bestände eigentlich so umbauen müssen, dass es der gesellschaftlichen Situation gerecht wird, sondern erstmal nur das zu sichern. Das ist ja die Tragik dabei. Also natürlich ist es wichtig, darüber zu diskutieren, aber viel wichtiger für die Zukunft ist eigentlich die Frage, wie wir auch zusammenleben wollen in diesen Gebäuden. Und von daher würde ich sagen, das ist das, was wir programmatisch leisten müssen. Die politische Auseinandersetzung ist klar, um die Bodenfrage und Frage der Enteignung und so weiter. Aber ich glaube, viel wichtiger wird noch sein, zu sagen, wie soll die Architektur sich weiterentwickeln, auch mit den Erfahrungen der Pandemie, die wir jetzt alle durchgemacht haben. Und ich denke, um diese Trennung von Wohnen und Arbeiten wird sich sehr vieles in Zukunft auch klären müssen. Vielen Dank. Das nimmt einige Dinge auf, die in fast jeder Diskussion zurzeit als Abschlussfrage erscheinen. Und zwar, welche Auswirkungen wird die Pandemie, die Covid-19-Pandemie aus eurer Sicht auf die Stadtentwicklung haben? Berlin beispielsweise schrumpft zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung. Und es wurde eben auch zum Beispiel in der Zeitschrift Suburban kürzlich auch ein
globaler Trend zur Enturbanisierung ausgemacht. Wie wird sich das nach eurer Einschätzung auf den Stadtdiskurs auswirken? Und seht ihr die Möglichkeit, ein progressives Projekt irgendwie zu stärken? Darf ich fange einfach an. Ne? Darf ich noch einen Problemfall dazu nennen, den wir jetzt gerade in den letzten 2-3 Tagen gesehen haben? Das ist der sogenannte Klimawandel. Und wenn man sich das anschaut, dann möchte ich doch auf jemanden hinweisen, die wir hier schon heute gesehen haben, nämlich auf Helga Fassbinder und auf eine andere Geschichte, die auch mit meiner zweiten Heimat, nämlich Österreich und deren Hauptstadt Wien zu tun hat, nämlich auf die Biotope City von Helga Fassbinder, die sie dort mit Kolleginnen und Kollegen initiiert hat. Und wir werden im Werkbund, wenn ich das nur jetzt am Rande schon vorwegnehmen kann, ich will keine Reklame machen, aber ein bisschen schon, wird Helga Fassbinder zu uns nach Berlin kommen und hoffentlich mal noch ein bisschen uns darüber erzählen, wie man sowas macht. Was die Städte angeht, es gibt eine Tendenz, die wir schon seit längerem gesehen haben. Und das ist etwas, was mich sehr beunruhigt. Neben den anderen Aspekten, die Anlehnen eben angesprochen hat. Das ist die Entsubstantialisierung der Innenstädte. Die Innenstädte sind tatsächlich in einer Weise unattraktiv geworden, insofern, als sie wirklich keine Differenzierungen mehr möglich gemacht haben. Die Tendenz haben wir schon lange. Und wovor ich mich fürchte, ist, ob diese Enturbanisierung, wenn man das so nennen darf, tatsächlich durch das, was der Klimawandel uns bescheren wird, nicht weiter fortschreitet und wir zu einer anderen Form der Auflösung der Städte kommen könnten oder manche würden sagen sollen, die ja nun schon vor 100 Jahren mal angedacht worden ist. Nachdem wir heute sehr viel über Marx gesprochen haben, möchte ich etwas noch an ihn erinnern, nämlich an diesen Satz von ihm: In der Geschichte passiert alles zweimal, einmal als Tragödie und ein anderes Mal als Farce, wobei ich Herrn Karl Marx korrigieren möchte und das mit der Farce zurücknehmen möchte. Ich denke, die Tragödien nehmen zu. Also ich habe wirklich große Befürchtungen, dass wir aus bestimmten ökonomischen Zwängen heraus, die jetzt noch viel, viel größer geworden sind, als wir sie schon nach der Pandemie sich anbahnen sehen haben, dass wir aus diesen Zusammenhängen heraus tatsächlich eine städtische Entwicklung gar nicht mehr ökonomisch nachvollziehbar leiten können, wahrscheinlich in einer Weise, wie wir sie uns vorstellen. Eine Vorstellung, dass man da gewissermaßen regionalisiert und wieder Einzelhandel als eine Form von Geschäftigkeit durchsetzen kann, ist etwas, ich werde hier gerade unterbrochen, ist etwas, von dem ich mich freuen würde, wenn es stattfinden könnte. Ich fürchte nur, dass das eher schwierig werden wird. Also ich habe leider keine große Hoffnung. Es hört sich sehr nietzscheanisch an, möchte ich aber gar nicht. Vielen Dank, Frau Wilhelm. Dann Christa Kammleitner möchte noch etwas anfügen. Also eine Enturbanisierung im engeren Sinne, die glaube ich eigentlich nicht. Ich denke, dass sich weiterhin periphere Regionen entleeren werden und das Land sich leider entleeren wird und die Städte wachsen werden, aber eher im Sinne der Agglomerationen von Ballungsräumen, nicht, dass dann innerhalb dieser Ballungsräume vielleicht eben auch wieder sehr wenig dicht gebaut wird. Das kann man zum Teil ja auch beobachten. Es gibt einen beobachtbaren Exodus aus New York etwa hinaus in das Umland, nicht? Aber das ist dann trotzdem auch eine Urbanisierung in Form von Agglomerationen, eben, die dann eben auch größer sind. Wo ich durchaus eine Chance sehe, ist, dass die Cities zum Teil ja leer gestanden haben und das immer noch tun. Ich denke, Cities, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, wo einfach nur mal ganz bestimmte Ketten sich die Geschäfte leisten können, nicht, oder Bürohochhäuser stehen, das sind ja Städte, die man gar nicht so als lebenswert empfinden muss. Und diese ganzen Ideen, die da jetzt auftauchen, wie man diese Räume da nutzen kann, das finde ich fantastisch. Ein Stichwort, das ja ununterbrochen jetzt auch im Zuge
pandemietaugliche Stadt im Munde geführt hat, ist die sogenannte 15-Minuten-Stadt. Ich habe noch immer nicht ganz begriffen, was das sein soll, weil ich denke, die meisten Städte von uns funktionieren so, dass wir innerhalb von 15 Minuten einen Arzt haben, ein Geschäft haben, irgendwo ein Park ist. Nicht, dass ich glaube, die meisten Städte in Deutschland sind so 15-Minuten-Städte. Aber man kann sich natürlich wirklich überlegen, ob Infrastruktur nicht viel besser verteilt werden sollte, dass man in 15 Minuten wirklich also viel mehr zur Hand hat, als man heute eben zur Hand hat. Dass man also redundante Infrastrukturen aufbaut. Das finde ich eine wahnsinnig schöne Idee, dass eben Infrastrukturen gleicher verteilt sind in den Städten. Ob das wirklich so passieren wird, nicht? Also ich glaube, man kann aus dem 19. Jahrhundert lernen, dass Krankheiten wie damals die Cholera tatsächlich sicher Wohnungsstädtebaureform massiv gepusht haben, aber natürlich immer in einer Richtung, die sich mit anderen Interessen verbindet, nicht? Also Wohnwünschen, Kapitalinteressen. Also die Pandemie wird jetzt nicht einfach zu einer ganz bestimmten Stadtform führen, sondern nur in Verbindung natürlich mit Interessen und Ideen, die längst da sind. Insofern wird sich möglicherweise auch gar nicht so viel ändern, vermutlich. Ja, vor allem ökonomische Notwendigkeiten. Das ist, glaube ich, etwas, was man nicht außer Acht lassen muss. Und ob man nun damit eine Hoffnung verknüpfen kann oder nicht, weiß ich auch nicht. Aber die stärksten Umsatzeinbrüche hatten gerade Ketten gehabt, weil man diese Dienstleistungen und diese Konsumgüter auch über das Internet beziehen kann, während die spezifischen Angebote eben nicht so sehr gelitten haben. Und ich denke, das gibt Grund zur Hoffnung, dass diese Räume anders vielleicht auch in Zukunft besetzt, angeeignet und benutzt werden können. Aber ich denke auch, dass, da würde ich Karin Wilhelm auch wirklich nochmal die Aussage unterstreichen, dass die entscheidende Frage der Zukunft wird sein, die des Umgangs mit dem Klimawandel und auch als soziale Frage. Wer kann sich das denn leisten? Das ist eigentlich die neue soziale Frage. Und von daher werden wir nächstes Jahr auch einige Hefte in diese Richtung machen, auch dann im Grunde genommen die Transformation der Region Stadt, also nicht Stadt in ihren Grenzen, sondern die ganzen Kreisläufe, die damit zusammenhängen, betrachten und so etwas wie eine Reparaturgesellschaft neu diskutieren müssen, im Sinne einerseits eine Reparation, aber auch eine Reparatur an der Natur. Vielen Dank an Lingo. Das ist die große Frage oder das große Thema zum Schluss. Stefan Trübi möchte sich noch äußern. Ja. Muss der Mikro einschalten? Ganz kurz nur, sorry. Ich darf an der Stelle vielleicht ganz kurz erinnern, vor 50 plus Jahren hat man geraucht bei Aschplus Redaktionssitzungen. Wir haben hier diesen Streichholzbriefchen gefunden, das 68 nach den ersten vier Ausgaben erschien. Und der erste Beitrag, der hier erwähnt wird auf dem Streichholzbriefchen, ist ein Beitrag auch aus der ersten Aschplus, Nummer eins hier. Und zwar von Robert Jung, Europäisches Lookout-Institut, im Jahr 1968. Wir tun uns natürlich alle schwer, in die Zukunft zu blicken. Auch ich bin noch völlig uneins, ob die Corona-Pandemie sehr, sehr vieles oder sehr wenig ändern wird. Ich kann nur sagen, also ich weiß es einfach, ich bin jetzt zwar zweifach geimpft, aber ich kann noch nicht sagen, ob ich mich in einem halben Jahr unwohl oder sehr wohl in einem Opernhaus oder in einem Konzertgebäude fühlen werde. Also diese völlig entwöhnt, was Nähe zu anderen Menschen anbelangt. Auf der anderen Seite ist in der Tat, natürlich wie bereits erwähnt, der Klimawandel das Thema der Stunde. Und ich denke, da gibt es jetzt auch gerade im Vorfeld der Bundestagswahl noch sehr viel zu diskutieren. Stefan, du wirst dich glücklich fühlen. Also man gewöhnt sich so schnell wieder daran. Also ich habe das schon zweimal gemacht und es ist beglückend. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
Genau. Ja, dann darf ich zum Schluss vielleicht auch nochmal euch, Sandra Öwi und Stefan Trübi und auch Leo Herrmann natürlich und allen, die daran mitgewirkt haben, dass ihr dieses Projekt unter sehr schwierigen Bedingungen durchgeführt habt und mir auch quasi die Last abgenommen habt, sich mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen zu müssen. Aber das ist natürlich auch wichtig, das aus einer neutralen Position heraus zu befragen. Und ich glaube, das war ein wichtiger Schritt auch, um nochmal diese Zeit und die daraus folgenden Fragestellungen sich zu vergegenwärtigen. Und dafür möchte ich euch sehr herzlich danken. Ich möchte mich auch bedanken. Vielen Dank Ihnen allen auch nochmal für die Diskussion über die letzten 2 Jahre mit einigen größeren Unterbrüchen, unter anderem auch pandemiebedingt. Aber ja, ich glaube, wir haben jetzt einen schönen Pool von Informationen und hoffen, dass Sie sich auch das eine oder andere Video dann noch anschauen werden. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Christa Kammladner, Karin Wilhelm und Anlin Goh haben dieses Projekt ja auch im Wissenschaftlichen Beirat begleitet. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ja, vielen Dank an euch ebenso. Ja, dem möchte ich mich anschließen. Herzlichen Dank an unsere Gäste, Christa Kammleitner, Anlin Goh, Georg Fachliotis und Karin Wilhelm. Ich bin Leo Herrmann. Ich habe gemeinsam mit Stefan Trübi und Sandra Öhi das Forschungsprojekt Innovationsgeschichte im Spiegel der Zeitschrift Eich Plus bearbeitet. Das ist ein Forschungsprojekt, das ermöglicht wurde durch eine Förderung des BBSR, des Bundesinstituts für Bau, Stadt und Raumforschung. Und diese Diskussionsrunde, die wir eben gesehen haben, war Teil dieses Forschungsprojekts und sie war in gewisser Weise auch ein Abschluss. Und deswegen möchte ich jetzt noch kurz 2 Outputs vorstellen, die im Zusammenhang mit diesem Forschungsprojekt entstanden sind und ab sofort verfügbar. Das erste ist die Website dokumentederarchitektur.de. Dokumente der Architektur oder kurz DDA haben wir als ein Online-Magazin konzipiert und zugleich als eine Forschungsplattform zum Architekturdiskurs, zur Gegenwart, zur Geschichte und zur Zukunft des Architekturdiskurses. Und auf dieser Plattform wollen wir Textbeiträge, also Aufsätze, sammeln, insbesondere aber auch Videos. Und in der ersten Tranche werden wir auf dieser Website die Oral History veröffentlichen, die im Zusammenhang mit diesem Forschungsprojekt entstanden ist. Wir haben jetzt in der Diskussionsrunde eben schon einige Interviews gesehen als kurze Einspieler. Wir haben um die zeitgeschichtlichen Kontexte von Innovationen in dem Forschungsprojekt zu beleuchten, mit ZeitzeugInnen gesprochen. Das sind ehemalige RedakteurInnen der Zeitschrift Eich Plus. Das sind aber auch praktizierende ArchitektInnen und ExpertInnen, die wir in den vergangenen 2 Jahren getroffen haben und ausgiebig interviewen konnten. Diese Interviews wurden dann gefilmt und sind jetzt, zumindest ein erster Teil davon, auf dokumentederarchitektur.de verfügbar. Wir werden da in den nächsten Wochen noch weitere Inhalte aus der Oral History hinzufügen. Im Augenblick sind dort Gespräche zu sehen mit dem aktuellen Chefredakteur Anlin Goh, mit Mike Meret, dem Art Director, der seit 2008 die Gestaltung der Zeitschrift Eich Plus verantwortet, aber auch ein Gespräch mit Jacques Herzog über seine Wahrnehmung der Eich Plus und seine Verbindung mit dieser Zeitschrift und mit dem Architekturdiskurs in Deutschland, mit Werner Sobeck und mit 3 Mitgliedern der Gründungsredaktion der Eich Plus, Aila Neuse, Peter Dietze und Peter Lammert, die als Studierende bzw. Angehörige des Mittelbaus der Universität Stuttgart im Jahre 1967 die Eich Plus gegründet haben und dann 68 im Januar die erste Ausgabe verantwortet haben. Wir werden dann diese Plattform erweitern um zusätzliche Beiträge, die auch über dieses Forschungsprojekt hinausgehen. Dabei interessiert uns im Wesentlichen immer der gesellschaftliche Kontext von Architekturproduktion. Wir haben auf der Plattform auch mehrere Aufsätze
von Friederike Lausch zur Zeitschrift Annie und zur Annie Corporation, einer US-amerikanischen Institution aus dem Bereich Architektur, Architekturtheorie, die sehr stark den Poststrukturalismus, die sogenannte French Theory, rezipiert hat. Dem stellt sie die Rezeption derselben Theoriespielart in der Zeitschrift Eich Plus gegenüber. Wir haben einen Aufsatz von Matteo Trentini zur italienischen Zeitschrift Contropiano, einer explizit marxistischen Zeitschrift, die im Grunde zur gleichen Zeit wie die Eich Plus gegründet wurde. Wir haben ein Essay von Christian Föhringer und Hans-Joachim Hahn zu den Verflechtungen der Grünen und Friedensbewegungen mit bestimmten antimodernen oder auch wirklich offen rechten Positionen und Personen. Und wir haben einen Text von Christa Kammleitner, in dem sie, die jetzt eben auch unser Gast in der Diskussionsrunde war, in dem sie den Zusammenhang der Tendenzwende in der Zeitschrift Eich Plus nochmal ausführlich behandelt. Dieses Online-Magazin Dokumente der Architektur hat einige Features, die es auch als Rechercheplattform interessant macht. Es gibt die Möglichkeit, Beiträge untereinander zu verknüpfen. Das ist möglich durch Hashtags, also durch eine Schlagwortfunktion und durch ein Personenregister. Zusätzlich kann verwiesen werden auf Inhalte aus dem digitalen Archiv der Universitätsbibliothek Stuttgart. Dort sind die Jahrgänge der Zeitschrift Eich Plus bis 1990 als Digitalisate einsehbar. Und durch diese unterschiedlichen Verknüpfungen wird sich da im Laufe der Zeit auf der Website dokumentederarchitektur.de ein dichtes Netzwerk ergeben, das gleichzeitig nach verschiedenen Richtungen offen und anschlussfähig ist. Und wir freuen uns darauf, das in Zukunft zu erweitern. Ich wiederhole es jetzt nochmal. Ab sofort ist diese Website zugänglich auf www.dokumentederarchitektur.de. Ein zweites Forschungsergebnis, auf das ich jetzt zum Schluss gerne noch hinweisen möchte, ist der Forschungsbericht, den wir erstellt haben im Auftrag des BBSR, Innovationsgeschichte im Spiegel der Zeitschrift Eich Plus. Auch dieses Dokument ist ab sofort verfügbar auf der Website des BBSR beziehungsweise auf der Website des Innovationsprogramms Zukunft Bau als barrierefreie PDF. Und ich kann jetzt nicht im Detail auf die Inhalte eingehen. Ich möchte aber vielleicht ein paar Stichworte geben, was wir darin untersucht haben. Wir haben in der Auseinandersetzung mit Zeitschriften als Gegenstand der Forschung festgestellt, dass die Zeitschrift Eich Plus im Grunde gemäß einer recht üblichen Unterscheidung als eine programmatische Zeitschrift gelten kann. Das heißt, weniger als ein berichterstattendes Medium, das sich vielleicht besser als Chronik eignen würde, sondern als eine Zeitschrift, die ein bestimmtes Projekt verfolgt, auch ein Projekt im politischen Sinne. Die Eich Plus hat sich immer als Teil einer, wenn auch sehr diversen, Linken verstanden. Und insofern stellt sich dann die Frage, ob die Eich Plus als Quelle für eine Innovationsgeschichte überhaupt geeignet ist. Es ist aber natürlich so, dass uns Innovationen jetzt weniger im Sinn von technologischen Neuigkeiten oder Neuerungen interessiert haben in dem Forschungsprojekt, sondern es ging uns insbesondere um die Kontexte von Innovationen, um die gesellschaftlichen Vorbedingungen und Nebenfolgen und um die Frage, wie unterschiedliche Techniken in einem sehr weiten Sinn zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch unterschiedlich bewertet und eingesetzt werden. Und wir haben das untersucht anhand von 4 Themenfeldern: Nachhaltigkeit, Ökologie, moderne Diskurs, Wohnen, soziale Frage und Digitalisierung. Und wir haben diese 4 Themenfelder jeweils chronologisch bearbeitet und da einige Momente gefunden, wo bestimmte Dinge auseinandertreten, wo sie wieder konvergieren. Wir haben einige Sachen in der Podiumsdiskussion eben gehört. Wenn man zum Beispiel an das Thema Ökologie denkt, dann gab es in den 70er Jahren Versuche, Marxismus und Ökologie zu versöhnen. Das war auch die Zeit, als Alfred Schmidt sein sehr erfolgreiches Buch über den Naturbegriff bei Marx verfasst hat.
Auch die Eich Plus hat da Texte veröffentlicht in diese Richtung. Wenig später war dann aber Hightech angesagt. Und das war sozusagen das Paradigma für eine nachhaltige Architektur. Wenn wir über das Thema Wohnen sprechen, dann beginnen die späten 60er Jahre bzw. die frühen 70er Jahre mit großen materialistischen Analysen zur Bodenrente, zum Mietzins, auch mit einer Auseinandersetzung mit den großen Institutionen im Wohnungsbau, mit der neuen Heimat, während dann einige Jahre später der Schwerpunkt auf Selbsthilfe liegt, auf Dezentralisierung, auf Wohnumfeldverbesserung. Und dann in den 90er Jahren geht es um neue Lebensentwürfe, um eine stark ausdifferenzierte Gesellschaft. Und eine ähnliche Entwicklung lässt sich beispielsweise auch im Digitalisierungsdiskurs beobachten, wenn wir, wie wir vorhin gehört haben, in den 60er Jahren Kybernetik als ein Gesellschaftsmodell, als ein Versprechen zur Reform großer sozialer Konstruktionen thematisiert sehen, dann ist in den 80er Jahren Digitalisierung in erster Linie mal ein Zeichenwerkzeug. Ja. Da geht es um CAD und um Formfindung oder letztlich auch um Formerzeugung, die dadurch ermöglicht wird. Und zuletzt in Ausgaben wie Datatopia wird Digitalisierung wieder in einem wesentlich größeren gesellschaftlichen Rahmen thematisiert. Das vierte Thema war der moderne Diskurs. Da spielt diese nachholende Beschäftigung der Eich Plus mit der klassischen Moderne im Grunde eine sehr große Rolle. Anfang der 70er Jahre musste die Redaktion feststellen, dass sie verglichen mit Theoretikerinnen im Ausland wesentlich weniger über die klassische Moderne, die ja auch eng mit dem heutigen Deutschland verbunden ist, zu sagen hat, holt das dann auf oder unternimmt den Versuch, rezipiert sehr stark Figuren wie Manfredo Tafuri aus Italien. In den 90er Jahren kommt dann wieder ein starker Modernisierungs- bzw. ein moderner Diskurs auf in der Auseinandersetzung mit Überlegungen zur zweiten Modernen oder zur reflexiven Moderne bei Ulrich Beck oder bei Anthony Giddens. Und diese Darstellung der vier Themenkomplexe haben wir auch immer wieder versucht, auf die Institutionalisierungs- und Deinstitutionalisierungsprozesse der Zeitschrift Eich Plus zu beziehen. Und so ergibt sich die Form dieses Forschungsberichtes. Ich weise nochmal darauf hin, also auf der Website des BBSR ist unser Forschungsbericht Innovationsgeschichte im Spiegel der Zeitschrift Eich Plus ab sofort als barrierefreies PDF verfügbar. Außerdem, das habe ich zuerst ausgeführt, möchte ich auf die Website www.dokumentederarchitektur.de hinweisen. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war der IGMA Day fürs Sommersemester 2021. Einen schönen Abend und bis Februar.